Mal muss ich sagen, ich bin wirklich schwer begeistert, dass so viele Gäste heute Abend den Weg hierher gefunden haben. Das ist erstmal ein gutes Zeichen und das ist, glaube ich, auch ein Zeichen, dass wir miteinander über das Thema des heutigen Abends, Landwirtschaft, alles in Butter, Fragezeichen, ins Gespräch kommen wollen. Und das ist auch das, was an sich das Thema, die Thematik des heutigen Abends sein soll. Ich freue mich sehr, dass wir heute hier richtig hochkarätig besetzt sind. Ich freue mich wirklich ganz arg, dass wir unseren Minister für Landwirtschaft und Umwelt, Mecklenburg-Vorpommern, Till Backhaus, heute Abend hier begrüßen können mit einem kräftigen Applaus. Ja, und an seiner Seite müsste jetzt normalerweise ein Kollege von mir aus dem Bundestag sitzen, der Rainer Spiering. Bevor Sie jetzt enttäuschte Gesichter machen, werde ich ankündigen, er ist unterwegs, er ist quasi auf der Einflugschneise. Der Thomas Würdisch hat ihn in Rostock am Bahnhof abgeholt und der Zug hatte ein wenig Verspätung, aber wir haben vorhin telefoniert, also er wird in Kürze hier sein. Aber ich denke, wo Sie alle schon so pünktlich hier heute Abend erschienen sind, wollen wir einfach auch die Zeit nutzen und gleich unserem Minister das Wort erteilen für einen kleinen Impuls sozusagen. Also das, was eben das, die Idee des Abends ist, halt auch die, dass wir auf der einen Seite unser Land zu Wort kommen lassen, dass wir aber auf der anderen Seite eben auch den Bund mit den Gesetzgebungsideen und den schon umgesetzten Gesetzgebungen zu Wort kommen lassen. Und da wird also der Rainer Spiering, ich stelle ihn jetzt schon mal vor, Sie sehen ihn ja gleich live und in Farbe, aber er ist unser landwirtschaftspolitischer Sprecher in Berlin. Und ich glaube, Rainer und du, ihr kennt euch auch gut. Ich meine, ihr habt auch schon in den Koalitionsverhandlungen zusammengesessen zu dem Thema. Also insofern in der Szene ein bekannter Bundespolitiker, der aus Niedersachsen heute anreist. Und dann begrüße ich sehr herzlich noch Claudia Resthöft. Mir war das sehr wichtig, dass wir eben auch hier im Podium, genau, Applaus, eine Praktikerin sitzen haben. Also Claudia Resthöft ist, darf ich sagen, Biolandwirtin? Ist das in Ordnung? Bei dem Namen bin ich gleich stutzig geworden, weil wir haben auch vorhin noch mal unsere Erinnerungen aufgefrischt. Wir haben Kinder im gleichen Alter und meine Jüngste, die Sophie, war in der Klasse mit dem Paul und die waren beide schon, also ihr habt öfter mal auch so Wochenenden dort gemacht und Sophie kam dann immer zurück und war total erfüllt von dem, was sie da erlebt hat, also eben, genau. Richtig, von dem schönen Landleben auf dem Bauernhof. Da geht es um einen Hof in Elmenhorst. Ne? Und der Hof heißt, glaube ich, ist es Alter Pfarrhof. Und also ich gehe mal davon aus, Claudia wird gleich noch ein bisschen mehr zu dem sagen, was sie jetzt an Ideen und wie sie ihren Hof führt und was sie dann eben auch als Impuls hier von Bundes- und Landespolitik mitnimmt. Deshalb also von der Abfolge her, Till Backhaus wird den Aufschlag machen, dann denke ich, wird als nächstes der Rainer Spiering mit der Bundespolitik einsteigen und dann möchte ich ganz gerne eben auch das Wort an Claudia geben, Claudia Resthöft geben, damit sie das, was jetzt eben auch von der Politik kommt, vielleicht so als Eröffnung sozusagen für die Diskussion hier mit einbringt und dann ist eben auch wirklich sozusagen ringfrei für eine offene Diskussion. Ich habe nur eine Bitte, damit auch wirklich alle, die was sagen wollen, und ich glaube, da gibt es schon einige hier, damit die auch wirklich alle zu Wort kommen, dass jeder versucht, dann eben auch den Wortbeitrag so zu gestalten, dass eben auch noch andere an die Reihe kommen können. Aber das schauen wir jetzt erstmal, vielleicht gibt es ja auch so viel Begeisterung, dass alle ganz zufrieden nach Hause gehen und sagen, wir haben gar keine Fragen mehr, ist alles beantwortet worden. Ja, deshalb Till, würde ich jetzt einfach mal gleich das Wort an dich weitergeben. Ich habe also bewusst keine Themen genannt, weil ich bin ja quasi die Moderatorin des heutigen Abends und das sind jetzt hier die Fachpolitiker. Bitte schön. Ja, vielen Dank erstmal, liebe Sonja. Erstens bin ich natürlich wieder gerne mal im Bad. Ich kann mich hier an die Diskussion zum Wasser erinnern. Ich kann mich aber auch erinnern, dass wir auch im Bibelzentrum über
Themen der christlichen Welt uns ausgetauscht haben. Und deswegen bin ich immer wieder gerne hier, denn unser tägliches Brot gib uns heute, ist ja für alle selbstverständlich und alle können darüber mitreden. Und deswegen möchte ich zum Einstieg ein paar klare Ansagen oder Hinweise geben. Wenn man heute Morgen nach Schwerin gefahren ist und hört die ersten Nachrichten um 6, dann schüttelt man sich erstmal, was ist denn jetzt wieder los? Der Wolf aus Schleswig-Holstein ist zurück. Ich finde schon, muss ich ganz ehrlich sagen, also ich war schon ziemlich erbost über die Art und Weise, wie aufreißerisch das hier wieder gemacht wird. Dennoch vom NDR, muss ich ganz klar sagen. Heute Nachmittag ist das alles relativiert worden, wenn Sie es gehört haben. Und ich muss ganz offen und ehrlich gestehen, ich gehöre zu denjenigen, die immer wieder gesagt haben, ja, auch der Wolf hat das Recht, hier zu leben. Und wer nicht spurt und wer nachweislich Schäden anrichtet, den müssen wir dann auch in die Grenzen weisen. Und wir werden, wahrscheinlich werde ich jetzt nachher noch einen Anruf kriegen oder den Hinweis bekommen, dass wir dann im Übrigen die Tötungserlaubnis erteilen, weil bei uns ist alles ein bisschen anders als in anderen Bundesländern. Wir kooperieren hier mit den Landkreisen und das funktioniert auch. Im Übrigen haben wir da auch Leute dabei, die hoffentlich das Problem gelöst bekommen. Das Zweite, was mich umtreibt, ganz brandaktuell, vielleicht hören Sie es auch, die afrikanische Schweinepest. Sie grassiert weltweit, in China völlig außer Kontrolle gelaufen, im Übrigen mittlerweile auf den Philippinen und wenn wir zurück nach Europa kommen, in Polen außer Kontrolle. Die einzigen, die es geschafft haben, da ziehe ich den Hut absolut, sind die Tschechen. Ich habe von den Tschechen immer was gehalten, im Übrigen, die in der DDR groß geworden sind, wissen das. Da gab es den Skoda, den haben wir auch nicht alle gekriegt, fand ich gar nicht schlecht, im Übrigen. Habe auch mal ein S100 gehabt, im Übrigen. Oder wenn Sie die Haushaltsmaschinen oder das Glas oder andere Dinge heute noch im Schrank haben, finde ich, waren die immer konsequent. Und daran nehmen wir uns im Übrigen auch ein Beispiel. Wir haben ja einen Zaun angeschafft. Wenn es hart auf hart kommt, werden wir alles daran setzen, so schnell wie möglich einzugrenzen, um das Problem möglichst nicht nach Mecklenburg-Vorpommern kommen zu lassen. Ob uns das gelingt, ich weiß es nicht. Deswegen sind wir alle aufgefordert, auch hier mit Sorge zu tragen, eben keine Lebensmittel wegwerfen, wenn man nach Polen fährt und auch dort Lebensmittel einkauft, bitte dringend darauf achten. Das war so ein ganz kleiner Ritt. Heute, der Tag ist für mich, dann mit dem Kabinett hat es angefangen, da hatten wir das Thema BUGA, Bundesgartenschau 2025 in Rostock. Heute Mittag war dann im Übrigen der Oberbürgermeister da, Herr Matzen. Und ich finde auch im Übrigen, dass es gut ist für Mecklenburg-Vorpommern, dass wir auch überregional wirkende Veranstaltungen in Richtung 2025 haben. Im Übrigen werden wir zum zweiten Mal 2024 den Vorsitz im Bundesrat haben und damit den Tag der Deutschen Einheit feiern in Schwerin. Und dann komme ich jetzt zu der aktuellen Lage. Wenn man sich überlegt, die Wende, lieber Michael Suko, ist 30 Jahre her. Wir haben gemeinsam als Bürgerbewegte, ich war auch einer davon, haben wir vor 30 Jahren die Mauern eingerissen. Ich finde es immer noch eine Wahnsinnsleistung, die wir hier erbracht haben, mit dem Ziel, erstens eine bessere DDR zu bekommen. Das war damals jedenfalls mein Ziel. Wir wollten Freiheit, Demokratie, Reisefreiheit, freie Wahlen. Das alles haben wir heute. Wir haben im Übrigen eines der größten Naturschutzprogramme, die es jemals in der Bundesrepublik Deutschland gegeben hat, haben wir im Osten Deutschlands umgesetzt. Allein wir in unserem Bundesland haben 3 Nationalparks von 16 in Deutschland. Wir haben 3 Nationalparke von 16 in Deutschland. Wir haben das erste nationale Monument mit den Iwenacker Eichen, die ältesten Eichen in Europa. Und wir haben 7 Naturparke. Auch das will ich mal ausdrücklich sagen, wenn dann immer Leute wieder kommen und sagen, wir machen hier zu wenig für Natur- und Umweltschutz und so weiter und so fort, dann kann ich nur eins sagen, schauen Sie sich das in Ruhe an, dann kommen im Übrigen noch das sogenannte nationale Naturerbe. Sonja, daran hast du aktiv mitgewirkt. Mittlerweile 150.000 Hektar sind vom Bund übertragen worden auf die Länder, auf Stiftungen und letzten Endes damit auch aus der Nutzung, aktiv aus der Nutzung genommen. Allein Mecklenburg-Vorpommern hat 53.000 Hektar daraus bekommen. Und ich könnte beide Beispiele nennen. Und dann komme ich natürlich zur Landwirtschaft und zu ländlichen Räumen. Ich persönlich
habe natürlich die Demonstrationen jetzt gerade auf der Schlossbrücke in Schwerin, dann in Rostock, da konnte ich nicht dabei sein, aber unser Staatssekretär war dabei und dann in Hamburg. 4.000 Traktoren, 5.000, 6.000 Landwirte und was mich besonders auch gefreut hat, viele Jüngere dabei, die gesagt haben, Mensch, wir können gesellschaftlich so nicht mehr miteinander umgehen, wir müssen erstens abrüsten und die Landwirtschaft braucht auch mal wieder eine Streicheleinheit. Ich will das mal freundlich umschreiben. Denn ich glaube auch, wenn man sich insgesamt die Lage in Deutschland, Europa anschaut, dann ist es heute selbstverständlich, dass wir im Überfluss leben, dass wir eine Versorgung von landwirtschaftlichen Erzeugnissen haben in einer ungeharrten Form, 365 Tage im Jahr, alles vorhanden. Und auf der anderen Seite habe ich die Stimmung in der Landwirtschaft und ich bin ja selber, komme aus diesem Beruf, ich habe es noch nicht erlebt in meiner ganzen Zeit, in der ich auf der Erde lebe, dass die Stimmung in der Landwirtschaft so schlecht ist. So schlecht ist. Die Landwirtschaft hat das Gefühl, und zum Teil wird das auch medial oder auch durch bestimmte Gruppierungen so in den Vordergrund gestellt. Die Landwirtschaft ist dafür verantwortlich, dass wir den Klimawandel haben, obwohl nur 7% des CO2-Ausstoßes aus der Landwirtschaft kommt. 7%. Die anderen 93% kommen woanders her, vom Verkehr angefangen bis hin natürlich zum Verbrennen von fossilen Energien, Erdgas, Erdöl, ja, für das Heizen. Allein 50% unserer Energie, die wir auf der Erde verbrauchen, in Deutschland, in die Wärme und damit in das Heizen gesteckt, eigentlich unnormal, dafür diesen wertvollen Rohstoff, der im Übrigen ja auch mal aus der Biomasse entstanden ist, zu nutzen. Oder die Landwirtschaft wird natürlich auch scharf angegriffen, dass sie im Bereich des Trinkwasserschutzes, des Oberflächenwasserschutzes zu wenig gemacht haben. Da muss ich auch sagen, ja, es stimmt. Die Landwirtschaft ist mit dafür verantwortlich, mit dafür nicht allein, aber mit dafür verantwortlich, dass wir in Mecklenburg-Vorpommern noch relativ gut dabei sind. Wir haben 53 Grundwasserkörper, sind die ersten in Deutschland im Übrigen, die eine unterirdische Raumordnung gemacht haben. Das heißt, wir wissen ganz genau, wo welche Grundwasserkörper sind. Und wir haben 18% unserer Grundwasserkörper, die die europäische Wasserrahmenrichtlinie bzw. die Nitratrichtlinie nicht einhalten. 18%. Gehen wir nach Schleswig-Holstein, sind wir bei 48%. Gehen wir weiter nach Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, liegen wir bei über 70%. Das geht nicht. Und da kann sich die Landwirtschaft auch nicht rausreden, sondern da brauchen wir die Düngeverordnung. Im Übrigen sind gerade gestern nochmal Verhandlungen in Brüssel geführt worden, wie es damit weitergehen soll und ob nun endlich das, was die Bundesregierung vorgeschlagen hat, Sonja, du wirst da auch, ihr seid ja in der Fraktion auch mit eingebunden worden, wird das jetzt mehr oder weniger akzeptiert, die Maßnahmen, die hier kommen sollen? Da sage ich nur mal das Stichwort, die sogenannten roten Gebiete. Die Landwirte wissen dann, was ich damit meine. Das sind die Gebiete, in denen wir einen erhöhten Nitratgehalt haben und oder mit welchen Maßnahmen kommen wir so schnell wie möglich da weg. Und da sagt die Landwirtschaft im Übrigen mittlerweile auch, da kann ich nur Danke sagen, den Landwirten und auch unserem Bauernpräsidenten sage ich das ausdrücklich. Ich hatte doch einen ziemlichen Kampf mit den freiwilligen ökologischen Leistungen, die Agrarumweltprogramme. Und ich muss sagen, uns gibt die Entwicklung recht. Wir haben heute, und da möchte ich auch gerade den ökologischen Landbau mit ansprechen, wir haben heute in Mecklenburg-Vorpommern 400.000 Hektar. 400.000 Hektar, die in den Agrarumweltmaßnahmen sich befinden. Das heißt, ein Drittel, 30% der landwirtschaftlichen Nutzfläche befinden sich heute, wenn man so will, in einer ökologischeren Form der Landwirtschaft. Das heißt, da geht es eben um Artenvielfalt, da geht es um sauberes Wasser und geht es auch Klimaschutz. Und da bin ich wirklich auch dankbar. Meine Lieblingsprogramme waren wir auch die ersten im Übrigen, die haben die Bienenweide auf den Weg gebracht. Wissen Sie das? Wir haben mittlerweile fast 10.000 Hektar Bienenweide in diesem Lande. Da bekommen die Landwirte tatsächlich Geld, nämlich 680 Euro pro Hektar, wenn sie einen Hektar, und sie können bis zu 20 Hektar Bienenweide anlegen, wenn sie mit den Imkern einen Vertrag machen. Wir haben im Übrigen ein deutliches Ansteigen, auch das freut mich, bei den Insekten und ganz besonders bei den Bienen und bei den Imkerinnen und Imkern.
Wir haben allein von einem Jahr zum anderen in diesem Jahr ausgewertet, haben wir pro Jahr um die 100 Imkerinnen und Imker neu dazu gewonnen. Im Übrigen im Durchschnitt mit 4 bis 5 Bienenvölkern. Das ist wirklich ein Riesenerfolg. Das zweite ganz große Programm ist natürlich der ökologische Landbau. Da stehen wir an der Spitze der Bewegung in Deutschland mit roundabout oder exakt 12,6% der landwirtschaftlichen Nutzfläche. Das sind knapp 178.000 Hektar, die im ökologischen Landbau bewirtschaftet werden. Und zurzeit mache ich mir wiederum Sorgen, das werden wir vielleicht heute auch noch hören, dass die Preise verfallen. Ich habe davor gewarnt, wenn denn große Anbauverbände, jetzt kommt Rainer Spiering, das ist ein Live und Farbe, herzlich willkommen im schönsten Bundesland der Welt. Das musst du ertragen, auch wenn du aus Niedersachsen kommst. Siehst du? Nein. Das sowieso. Ja, und insofern sind die Programme, die wir auf den Weg gebracht haben, glaube ich, angenommen und auch stabil. Ein Programm, was mir auch sehr am Herzen liegt, ist im Übrigen dann die Fruchtfolgeerweiterung in Form eines Eiweißprogramms. Ich weiß nicht, wer von Ihnen das in der Landschaft jetzt gesehen hat. Ich bin da wirklich stolz drauf. Die Lupine ist wieder da, die Erbse, die Bohne, aber auch die kleinen Leguminosen, die Eiweißpflanzen, das ist der Klee oder auch die Luzerne ist wieder da. Das gab es nicht mehr. Unser Ziel ist damit ganz klar, mehrfach Nutzen zu erreichen. Auf der einen Seite Artenschutz, auf der anderen Seite Klimaschutz und zum dritten natürlich auch für sauberes Wasser zu sorgen. Und da müssen wir weitermachen. Und im Übrigen wissen die Landwirte, die hier unter uns sitzen, auch, seit Jahren predige ich, wir müssen wegkommen von der reinen Einkommensbeihilfe in Form von Transferzahlungen. Das sind 354 Millionen Euro im Jahr, die an die Landwirte zu Weihnachten ausgezahlt werden dafür, dass sie die Flächen bewirtschaften. Das ist eine pauschale Einkommensbeihilfe, die wird pauschal Projekte ausgezahlt. Roundabout auch da 275 Euro pro Jahr und Hektar. Und ich sage, wir wollen in der Zukunft, um damit gesellschaftspolitisch im Übrigen auch für Mehrheiten zu sorgen, wir wollen dieses Geld an Leistung knüpfen. Und das haben wir mit unseren Agrarumweltmaßnahmen gemacht. Wir zahlen in diesem Jahr haben wir schon 55 Millionen Euro an die Landwirte gezahlt für diese Agrarumweltleistungen, die sie erbringen. Und da möchten wir gerne weitermachen. Das ist auch im Übrigen alles mit der Bundestagsfraktion und auch mit den Bundesministerien besprochen worden. Ich habe da auch ziemliche Mehrheiten. Und mein Ziel ist es natürlich damit auch, in eine neue Art eines Gesellschaftsvertrages zwischen Stadt und Land einzutreten. Da predige ich im Übrigen auch, ich bin ja nun kein Pastor und habe das auch nicht gelernt, also das Predigen, aber ich bin der festen Überzeugung, wir müssen gemeinschaftlich auch deutlich machen, diese Landwirtschaft brauchen wir alle zum Leben. Ohne Landwirtschaft haben die ländlichen Räume und letzten Endes damit auch das Land Mecklenburg-Vorpommern keine Zukunft. Und es ist weltweit, auch das wird oftmals verkannt, ja, weltweit immer noch der wichtigste Wirtschaftszweig auf dieser Erde. Es ist im Übrigen auch ein Teil unserer Sicherheitsarchitektur in Deutschland und Europa, nämlich satt zu essen zu haben. Auch das wird leicht vergessen und alles ist selbstverständlich. Und wenn Sie dann auch diese Zahlen mitnehmen möchten, der Rohstoff, den die Landwirtschaft heute in Deutschland erwirtschaftet, machen einen Wert von 51 Milliarden Euro aus. Das ist eine große Zahl, aber wenn man sich dann überlegt, was die Verarbeitung und die Vermarktung, das sind ja im Wesentlichen 4 große Handelsunternehmen, Aldi, Lidl, Rewe, Edeka, die machen aus dem, was wir ihnen an Rohstoffen zur Verfügung stellen, knapp 318 Milliarden Euro an Umsatz. Da fragt man sich dann, ob die Verhältnisse stimmen. Und auch das möchte ich Ihnen mit an die Hand geben. Wenn wir uns heute den ökologischen Landbau oder den konventionellen Landbau anschauen, dann haben wir Preise im Getreidebereich aktuell beim Roggen Bioware zwischen 18 und 19 Euro. 18 und 19 Euro für den Doppelzentner. Das war vor einem Jahr fast das Doppelte. Das kann nicht funktionieren. Und deswegen muss ich immer wiederum sagen, wenn wir nicht im Kopf alle zusammen klarziehen,
dass wir tatsächlich für Lebensmittel, die einen besonderen Wert haben, mehr ausgeben. Denn wird man auch diese Landwirtschaft, die wir eigentlich wollen, nämlich bäuerlich geprägt, bodengebunden und auch was die Veredelung anbetrifft, also mit den Tieren zusammen in einem Betrieb zu arbeiten, wird es in der Form nicht mehr geben. Das heißt, wir kommen zunehmend zu konzerngeführten Landwirtschaftsbetrieben. Und diese große Sorge treibt mich seit langem um. Wir wissen alle zusammen, Geld ist in Europa und auch in Deutschland auch von Großunternehmen oder die, die an der Börse wetten auf Hunger in Afrika oder wo auch immer und damit ihr Geld verdienen. Geld spielt da keine Rolle. Mittlerweile, auch das ist ja bekannt, auch öffentlich bekannt, kaufen große Handelsunternehmen, auch Aldi gehört dazu im Übrigen, kaufen im Osten Deutschlands Land. Warum kaufen sie das im Osten? Weil sie hier größere Unternehmen zu sehr relativ immer noch günstigen Preisen im Vergleich zu dem, was sie in anderen Regionen Deutschlands dafür bezahlen müssten, relativ günstig erwerben können. Und dann werden dort Verwalter eingesetzt und wenn die nicht spuren und nicht das Entsprechende aus den Flächen herausholen, dann werden die abgelöst. Im übertragenen Sinne haben wir das alles schon mal gehabt. Auch in der Gutsstruktur. Und deswegen kann ich nur immer wiederum sagen, wenn wir in diesem Lande nicht aufpassen, da bin ich dann auch nochmal beim Thema Boden, auch da, Rainer, möchte ich mich ausdrücklich bei dir bedanken. Wir haben ja die Koalitionsverhandlungen zusammengeführt und wir und ich persönlich habe ja auch immer wieder gesagt, auch das ist bekannt, die Privatisierung von des ehemals volkseigenen Grund und Bodens, das sind 357.000 Hektar in diesem Lande gewesen. 357.000 Hektar, war aus meiner Sicht ein kardinaler Fehler der deutschen Einheit, weil wir damit natürlich auch eine Entwicklung angeschoben haben, die nicht dem Grundsatz folgt, breit gestreutes Eigentum sichert auch eine einigermaßen solide Gesamtentwicklung in den ländlichen Räumen. Und ich bin jetzt noch mal dabei, zu versuchen, die Flächen, die der Bund noch hat, die BVVG, das ist, denke ich, der Begriff ist bekannt, sind noch roundabout auch zurzeit noch um die 50.000 Hektar landwirtschaftliche Nutzflächen und Forsten noch im Besitz des Bundes. Die möchten wir sehr gerne übernehmen, um die im Übrigen für gemeinwohlorientierte Leistung einzusetzen. Und das, auch das will ich abschließend dann sagen, wo möchte ich da gerne hin? Zum einen möchten wir unbedingt die Flächen, die in den Trinkwasserschutzgebieten sind, haben. Um damit mehr oder weniger diesem Schatz, den wir haben in Mecklenburg-Vorpommern, nämlich eine sehr, sehr gute, auch noch eiszeitlich geprägte Grundwasserbestände im zweiten Stockwerk, heißt das Fachbegriff. Ja, der erste Grundwasserleiter, mit dem haben wir heute schon Probleme, aber im zweiten Stockwerk, darunter haben wir eiszeitliches Wasser, das in bester Qualität vorhanden ist und das müssen wir schlicht und ergreifend für die nachfolgende Generation. Bei mir waren heute Nachmittag im Übrigen auch die Fridays for Future wieder zum wiederholten Male, mit denen wir auch kooperativ zusammenarbeiten und wir auch Projekte auf den Weg bringen wollen, um junge Leute für die Landwirtschaft, für die ländlichen Räume, aber auch für Klimaschutz, Artenschutz und letzten Endes natürlich auch für sauberes Trinkwasser zu gewinnen, um die Zukunft der Generation mit in den Blick zu nehmen, weil ich persönlich im Übrigen auch 1989 auf die Straße gegangen ist, um für eine bessere Welt und eine bessere Zukunft für uns zu demonstrieren und das auch umgesetzt zu haben. Da war ich auch gute 30 Jahre jünger, können Sie sich vielleicht auch vorstellen. Genau das Gleiche habe ich den Eindruck, das läuft im Bereich der Jugend, die sich engagieren, jedenfalls die mit uns zusammenarbeiten wollen. Und die müssen wir an uns binden, weil wir gesellschaftspolitisch aus meiner Sicht das ganz, ganz wichtig ist, dass wir diese jungen Leute auch mit in diese gesellschaftspolitischen Prozesse mit einbinden, damit sie auch für die Zukunft bereitstehen, auch in die Wirtschaft, in die Politik oder letzten Endes auch die Gesellschaft mit zu beflügeln. Und deswegen glaube ich, dass die Diskussion, damit würde ich dann auch erstmal abschließen, ich glaube, dass wenn man sich insgesamt diese gesellschaftliche Diskussion anschaut, ist die Landwirtschaft symptomatisch jetzt auf die Straße gegangen, weil man mit den Dingen, die zurzeit gesellschaftspolitisch laufen, nicht einverstanden ist. Das müssen wir verstehen. Im Übrigen das Agrarpaket, das von der Bundesregierung, zu dem ich stehe, grundsätzlich stehe, weil es die richtige Richtung ist,
bis auf Nuancen, die wir anders machen wollten. Beim Tierwohl wollten wir ein verpflichtendes staatliches Tierwohllabel haben. Bei der Düngeverordnung wollten wir schon viel schneller, vor ein paar Jahren schon durch sein. Und auf der anderen Seite habe ich mir im Übrigen auch immer wieder gewünscht, auch da kann ich nur Danke sagen jetzt, dass wir ein Insektenprogramm kriegen, immerhin 100 Millionen Euro. Wird es ab dem kommenden Jahr, du musst das heute nochmal bestätigen, ja, 100 Millionen pro Jahr und nicht nur für ein Jahr, sondern für die nächsten Jahre, um eines der wichtigsten Grundlagen für uns Menschen auf der Erde zu sichern, sterben die Insekten, stirbt der Mensch. Das soll Einstein ja mal gesagt haben, stimmt aber so nicht. Aber richtig ist es trotzdem. So, ja, wenn die Insekten nicht mehr da sind, ist die Vogelwelt nicht da. Ja, da, ja, sie schmunzeln auch darüber. Das freut mich und das soll auch so sein. Aber wir müssen einfach auch diese ökologischen Prozesse wieder verstehen. Und wir haben auch ein Riesenproblem. Ich möchte nicht vom Hundertsten ins Tausendste kommen. Aber wir haben auch ein Problem. Wir haben heute Generalisten, ich sage mal auch so, in der Landwirtschaft. Da haben wir 80 Millionen Experten, die können alle mitreden und jeder weiß, wie man es am besten macht, vor allem in den großen Städten. Da weiß man ganz genau, wie man Landwirtschaft betreiben sollte. Aber wenn ich dann mal so mir ansehe, wenn wir den Schulgarten wieder einrichten oder auch im Kindergarten Gärten einrichten, wie dann Studentinnen und Studenten im Übrigen, ist verbrieft, Radieschen aussehen, da können Sie jetzt auch noch mal gleich lachen. Die haben die im Kreis an der Uni, das sind die Lehrerinnen und Lehrer, die ausgebildet, die haben die Radieschen im Kreis gesät. Da hat die Professorin gefragt, sag mal, warum sät ihr die im Kreis aus? Ja, wir kaufen sie doch auch so. Gummiband rum und fertig. Ja, so weit ist das hier. Ja, so weit ist das. Und deswegen will ich das nicht ins Lächerliche ziehen, sondern ganz im Gegenteil, wir brauchen eine neue Art der Beziehung zu den Lebensmitteln. Das haben wir fast alle verloren. Das hat auch seinen Grund, weil nur noch 2% der Menschen in Deutschland in der Landwirtschaft arbeiten. Bei uns ist es sogar noch deutlich weniger mit 1,8%. Und deswegen ist es so wichtig, dass auf der einen Seite die Landwirtschaft Transparenz übt. Ich glaube, das ist wichtig. Erklären, was man macht. Und das Letzte, was ich auch ausdrücklich sagen möchte, ist, wenn wir alle eine Gesundheit haben wollen, gibt es Europa weltweit die One Health, eine Gesundheitsstrategie. Denn ist eins vollkommen klar, dann muss es, wenn es den Menschen gut gehen soll, dann muss es den Tieren gut gehen und den Pflanzen sowieso. Deswegen sage ich auch im ökologischen Landbau, Demeter ist für mich da wirklich die hohe Schule, das werden wir vielleicht nachher noch hören, aber die ganz hohe Schule, zu dem ich auch sehr viel Vertrauen habe, weil ich das immer wieder auch versucht habe, auch mit in diesem Lande anzuschieben. Aber eins ist auch vollkommen klar, sind die Pflanzen nicht gesund, haben wir Probleme mit den Futtermitteln und heute haben im Übrigen auch die Futtermittel, Lebensmittelqualität, das Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch, an das wir auch nochmal wieder ran wollen, auch vor dem Hintergrund des Lebensmittelskandals aus dem Süden, aus Hessen, müssen wir alles daran setzen, dass wir auch in der Zukunft natürlich hochwertige, ausreichend aus der Region, für die Region erzeugte Lebensmittel haben. Und da ist für mich natürlich auch vollkommen klar, dass wir Riesenchancen haben. Wir sind das Beliebte, ich habe gestern die Gastro im Übrigen schon seit Jahren begleitet. Die Gastromesse ist die Gastronomiemesse, wo es auch darum geht, wie kriegen wir in unsere Hotellerie, in die Gastronomie mehr regionale Produkte, Spezialitäten aus dem Lande und letzten Endes, wie kommen wir da weiter? Auch da möchte ich Ihnen nochmal sagen, wir sind das erste Ministerium, ich weiß nicht, ob ihr soweit seid, aber im Berlin, im Bundestag, weiß ich gar nicht, ich war da noch nicht in der Kantine, aber wenn Sie nach Schwerin kommen, dann würde ich auch erstmal schließen, wenn Sie jetzt nach Schwerin kommen, können Sie bei uns im Ministerium tatsächlich ein regionales, es gibt 4 Gerichte, davon sind 3 regional und ein Biogericht. Und ich finde das wirklich hervorragend. Heute Mittag kam ich aus dem Kabinett und wollte tatsächlich Gulasch, Bio-Gulasch essen, ausverkauft. So, das heißt, auch unsere eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter oder auch die Gäste, die zu uns ins Haus kommen, die verstehen das. Für 5,50 Euro ein vollwertiges Bio-Essen sind wir in der Lage, aus der Region und für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und die Gäste zur Verfügung zu stellen. Das ist nur ein Beispiel, wo wir weiter ansetzen müssen. Und ich wünsche mir, dass wir tatsächlich in eine engere neue Art mit der Landwirtschaft einsteigen. Wir alle brauchen sie zum Leben und wir brauchen aus meiner Sicht auch eine neue Qualität der Auseinandersetzung. Ich glaube, wir müssen alle abrüsten.
Denn wenn man insgesamt so die gesellschaftliche Situation betrachtet, damit schließe ich dann auch, Deutschland ging es noch nie so gut. Teilen Sie das? Aber ein Großteil von uns allen ist unzufrieden. Und da stimmt was nicht. Wir müssen da weg davon. Ich glaube, wir müssen auch mal wieder den Blick ganz weit nach vorne richten und müssen uns auch sagen dürfen, Mensch, es war doch wirklich toll, was wir hier auf die Reihe gebracht haben. Und wir wollen an dem Weg festhalten. Herzlichen Dank und auf eine gute Diskussion. Genau. Ja, also jetzt ist der Gast auch da, weit angereist. Deshalb, glaube ich, hat er nochmal einen herzlichen Applaus verdient, allein schon für seine weite Anreise. Aber damit nicht genug. Rainer, jetzt ist es dein Podium. Bitte schön. Ja, liebe Sonja, lieber Till, ich mache das mal ohne dich, das hindert mich sowieso. Bevor ich starte, will ich ganz gerne Sie so ein bisschen teilhaben lassen an meiner eigenen Entstehungsgeschichte, damit Sie mich auch zuordnen können. Also ich komme wirklich vom platten Lande, lebe auch noch auf dem platten Lande und in Sommertagen haben wir jetzt eine wunderbare Wohnlage. Wir wohnen mitten im Feld, 25 Hektar Landwirtschaft hinzu. Ich bin aufgewachsen in einem handwerklichen Betrieb mit angegliederter Landwirtschaft, weil der Handwerksbetrieb sich damals vom reinen Handwerk nicht ernähren konnte. Also wenn ich dann als Kind auf die Biene kam, da war links zwei Kühe, rechts ein Pferd, dann Schweinestall mit zwei, drei Schweinen drin und damit haben wir uns eigentlich auch ganz gut in die Runde helfen können. Und wir haben viel Kartoffeln angebaut, weil das ja ein Grundnahrungsmittel war, was sowohl die Schweine als auch wir ganz gut konsumieren konnten. Und ich habe lange bevor ich Auto fahren durfte, ich glaube es war mit 11, 12, konnte ich den Trecker fahren. Wir kamen als Kinder mit 7, 8 Jahren auf den Trecker, das war relativ problematisch, weil die Kupplung und die Bremse schwer war. Und das Hinterrad wurde erst Gang eingelegt und dann braucht es eigentlich nur die Bremse, das ging von selber. Und ich habe auch die gesamte Entstehungsgeschichte bei uns zu Hause sehr gut miterlebt. Habe dann, ich glaube, war auch beraten, eine Tochter vom Hof zu heiraten. Das hat ja auch, finde ich, sehr angenehme Nebenerscheinungen. Ich will Ihnen damit nur deutlich machen, vom Handwerksbetrieb gekommen, gelernter Schlosser, studierter Werkstoffingenieur und dann Diplom-Gewerbelehrer. Ich habe das alles sehr, sehr intensiv mitbekommen und bin kein Bauer. Aber in der Landwirtschaft groß geworden, das ist einfach nur für Sie vielleicht mal so ein bisschen, wo kommt der her? Till hat eben, ich finde, viele Fragen schon angesprochen, ich möchte das mal versuchen, aus unserer Sicht deutlich zu machen. Und ich bin gestern in Reda-Wiedenbrück gewesen, das wird Ihnen nichts sagen, aber vielleicht wird Ihnen der Name Tönnies jetzt was sagen. Und da haben wir die mit Abstand größte Schlachterei in Deutschland und werden ca. 22.000 Schweine am Tag von dem Leben in ein anderes Leben befördert. Und gestern ist mir nochmal klar geworden, Landwirtschaft muss eine Menge der Probleme ausbaden, die andere erzeugen. Ich möchte Ihnen das auch mal, weil mir das gestern so klar geworden ist, was auch nochmal, was das für eine Kommune bedeutet. Der Herr Tönnies, und da die Kamera mitläuft, werde ich mich jetzt sehr vorsichtig ausdrücken, stellt Arbeitsplätze zur Verfügung, über die sich nicht unbedingt jeder freuen muss. Und die Löhne, die der zahlt, sind natürlich maximal an der Obergrenze des Mindestlohns und er kriegt eine bestimmte Rückkopplung, immer dem man den Menschen dort Wohnungen, wie auch immer, zur Verfügung stellt und dann auch Lebensmittel zur Verfügung stellt. Das wird dann zum Lohn gegengerechnet, könnte ich ungefähr ausrechnen, was bei den Leuten übrig bleibt. So, und damit er seinen ganzen Apparat aufrechterhalten kann, braucht er jedes Jahr eine neue Anzahl, und zwar eine sehr hohe Anzahl von Mitarbeitern, die dann danach wieder verschwinden, weil wir das auf 9 Monate begrenzen. Das heißt, wir brauchen ständigen Input an Menschen. Das hat übrigens dann mit Migration, Asyl und so weiter nichts zu tun. Das ist einfach die Ausnutzung von Werksarbeitsverträgen und Zeitarbeitsverträgen, die wir in Europa freizügig haben. Und wenn ich mir anschaue, was dieser Mann alleine seiner Kommune antut, da war gestern auch der zuständige Jugenddezernent der Stadt da, dann kann man schon manchmal an dem patriotischen Interesse des einen oder anderen Fleischbarons zweifeln. Und das alles baden sie aus. Weil natürlich über diese Produktionskette zu extrem schwierigsten Bedingungen Fleisch verarbeitet wird. Und dann kommen sie in das Mühlrad rein, weil er ist dazu in der Lage, extrem kostengünstig zu produzieren. Wir haben in diesem Bereich der Fleischverarbeitung in Europa die Kostenführerschaft
Und wenn die Kostenführerschaft haben, dann bedeutet das, sie produzieren am günstigsten. Und dann müssen Sie sich das mal vorstellen in einem Land wie Deutschland. Und wir haben in diesem Bereich mehrere Millionen Menschen tätig, die zum Mindestlohn arbeiten müssen. Und nur dadurch ist es gewährleistet, dass wir der drittgrößte Lebensmittelexporteur der Welt sind. Und wir sind einer der größten Fleischexporteure der Welt. Und damit kommen wir schon in den Einstieg, wer es im Rums geht. Warum funktioniert das System Tönnies? Kurze Wege. Reda-Wiedenbrück ist von mir zu Hause ungefähr 30 Kilometer entfernt. Ist also Nachbarwahlkreis. Und ich komme direkt aus dem Fleck in Deutschland, in dem die meisten Schweine gehalten werden. Also die Region Weser-Ems hat ungefähr 20% der Schweinefleischproduktion in Deutschland. Till hat das eben gesagt, wir haben hier sogenannte 0,4 Großeinheiten, Großvieheinheiten pro Hektar, bei mir zu Hause zwischen 3 und 5. So, und jetzt, wie funktioniert das System? Und dann sind Sie auch gleich in der Betroffenheit, weil wir dann über die Düngeverordnung reden. Das System funktioniert nur, weil anders als hier in Mekong, wo Leguminosen angebaut werden und Eiweißpflanzen produziert werden, das System bei mir zu Hause nur funktioniert, indem man Soja aus Argentinien und Brasilien kauft. So, das heißt, Sie müssen sich, ich habe mir das in Argentinien angeguckt, das finde ich übrigens für die Leute dort auch nicht spaßig, wenn wir über den Einsatz von Glyphosat reden, dann ist das Aufbäumen der Gesellschaft gegen Glyphosat wird erzeugt vor allen Dingen durch solche Länder, die nämlich mit Flugzeugen verspritzt. Und ich bin in einem großen Hospital in Rosario gewesen und da habe ich mir mal anschauen dürfen, was durch den Einsatz von Glyphosat dort passiert. Und ich sage Ihnen mal, da kommt einem schon die Galle hoch. Da kommt einem richtig die Galle hoch. Und da wird dann zu günstigsten Preisen dort Soja produziert, Glyphosat per Flugzeug ausgetragen und dann kommt das hier hin. Wir sind ja überhaupt nicht mehr dazu in der Lage, das an Eiweißkonzentrat zu produzieren, was eine derartige Menge an Schweinen, die aufgezogen werden, was sie verbrauchen. Sie müssen jetzt sehen, der Lebenszyklus eines Schweines bei uns beträgt ungefähr 5 Monate. Und in der Zeit müssen sie über 100 Kilo haben. Das geht nur durch den massiven Einsatz von zugekauftem Soja. Das Schwein braucht ungefähr pro Tag 140 Liter Wasser. Dann können Sie sich vorstellen, wie der Prozess abläuft. Und dann mache ich den Landwirten keinen Vorwurf draus, das wird vielleicht überraschend. Die Landwirtschaft hat nichts anderes gemacht, was die deutsche Wirtschaft auch seit 70 Jahren macht. Die streckt sich nachher weg. Nicht mehr und nicht weniger. Und deswegen auch nicht mehr oder weniger Vorwurf an die Landwirtschaft als alle anderen Betriebe auch. Das ist der Wirtschaftszyklus dieses Landes, schneller, besser, weiter. So sind wir. Da ist auch kein Vorwurf, das ist einfach nur eine reale Betrachtung, um einfach auch mal nur zu sagen, Landwirtschaft verhält sich da auch nicht anders als andere. Die Probleme aber, die wir bekommen, die sind dann, dass natürlich bei mir zu Hause oder in der gesamten Region Weser-Ems extrem viel Ausscheidungen von Tieren entstehen und die müssen weggebracht werden. Die Region Weser-Ems alleine hat 3 Millionen Tonnen Gülle über den Durst, die sie auf ihrem eigenen Grund und Boden nicht lassen können. Und wenn wir die neue Düngeverordnung bekommen, dann werden das ungefähr 4,5 Millionen Tonnen sein. 4,5 Millionen Tonnen. Bessere Lösung. Die Europäische Union hat 1996 eine Nitratverordnung erlassen, und zwar im Einvernehmen mit der Bundesrepublik Deutschland. Das ist eine Gesetzgebung, die wir alle anerkannt haben. Da sind Rahmenrichtlinien festgeschrieben worden, wie Wasser aussehen soll, damit es als Trinkwasser später benutzt werden kann. Also der Grundwasserkörper. Und der Grundwasserkörper, das haben wir Wissenschaftler noch bestätigt, ist deutschlandweit zu 30% hier zu viel Nitrat behaftet. Daher kam dann die Aufforderung der EU, jetzt macht mal was. Und da hat die Bundesrepublik Deutschland, und zwar nicht die einzelnen Bundesländer, sondern die Bundesrepublik Deutschland, sich ungefähr 25 Jahre nicht drum gekümmert. Und dann haben wir 2017 versucht, das mal in den Griff zu kriegen. Das war nur bedingt erfolgreich. Also im Klartext muss man sagen, es war viel zu dünn, was wir gemacht haben. Viel zu dünn. Und die EU hat sich nicht mehr abweisen lassen. Und dann haben wir Klageverfahren bekommen. Das Klageverfahren ist vom EuGH, also vom Europäischen Gerichtshof, bestätigt worden. Und dann stand eine Summe von 850.000 Euro Strafe pro Tag im Raum.
Das hat Deutschland dann noch einmal in die Überprüfung geschickt. Das zweite Verfahren läuft und wenn das rechtskräftig wird, zwei Jahre nachdem das EuGH-Urteil abgeschlossen ist, muss gehandelt sein. Die EU-Kommission hatte nicht unbedingt den Eindruck, dass wir willig waren, das zu verändern. Und dadurch hat sie dann stärkere Schrauben angedreht und daraus ist jetzt eine junge Verordnung geworden, von der ich glaube, dass es zumindest einigermaßen den Ansprüchen genügt. Und das hat dann die Ausweisung der roten Gebiete, über die in Deutschland viel gesprochen wird, zur Folge. Ich glaube, dass wir dem nicht entweichen können, ich glaube auch nicht, dass wir dem entweichen sollen. Also Wasser ist ein Grundnahrungsmittel, darüber müssen wir uns alle im Klaren sein und wir wollen, dass Wasser auch deutlich unter 50 Milligramm Nitrat pro Liter hat. Ich habe gesehen, Till in Mecklenburg-Vorpommern sind das zwischen 15% und 18% der landwirtschaftlich genutzten Flächen. In Niedersachsen sind es 40% und in Weser sind es alle. Und den werden wir uns jetzt stellen müssen. So, da gibt es mehrere Möglichkeiten, das zu tun, aber ich rate dringend dazu, das erstmal anzuerkennen. Und zwar, warum? Till hat es eben angesprochen, es gibt mittlerweile etwas, das ich mir in meiner Jugend, aber auch mit 40 Jahren nicht hätte vorstellen können, eine Disharmonie zwischen denen, die Lebensmittel oder landwirtschaftliche Produkte erzeugen und denen, die konsumieren. Also das, was ich erlebt habe, war die Auseinandersetzung zwischen Atompolitik, ja, nein, wo wir, als ich 25, 30-Jähriger auf die Straße gegangen sind, und ich erlebe das fast mit der gleichen Wucht jetzt bei der Frage von Herstellung von Nahrungsmitteln. Und wer aus der Zeit kommt, wie ich, und der das erlebt hat, auch mit welcher Erbittertheit das gemacht worden ist. Also ich kann mich noch gut an die großen Wackersdorf- und Boxdorf-Demonstrationen erinnern. Da waren Hunderttausende junge Leute auf der Straße. Hunderttausende. Die Polizeihubschrauber kreisten halt nur, die Polizeiwagen waren im Einsatz. Und ich möchte solche Bilder in Deutschland nicht mehr sehen. Ich muss das nicht mehr machen. Und deswegen bin ich der Meinung, dass wir finden müssen, die unterschiedlichen Lebensinteressen, Lebensauffassungen miteinander auszugleichen. Und das bedeutet, dass beide aufeinander zu gehen. Beide. Ich kann Ihnen sagen, ich finde die Bauerndemonstrationen gut, weil ich Demonstrationen grundsätzlich gut finde. Das sind nur demokratisches Recht. Und als die Landwirte bei Greenpeace in Hamburg die Flagge ausrollen, habe ich gedacht, toll. Das fand ich eine ganz spektakuläre Aktion. Wenn Greenpeace das kann, können Landwirte das auch. Also, ich bin da absolut dafür, dass demonstriert wird, aber man muss sich dann versuchen, wie immer im gesellschaftlichen Leben, zu verständigen. Also die erste Bitte bei der Düngeverordnung, es ist etwas, was für uns extrem wichtig ist und wir können sowohl der jetzigen Generation als auch kommenden Generationen nicht Wasser überlassen, dass man für die Erzeugung als Lebensmittel extrem hoch aufbereiten muss. Nächste Bitte, auch bei der Anerkennung, Till hat die europäische Agrarförderung angesprochen. Und auch da sind die neuen Bundesländer die Leidtragende dessen, derer die Geld haben. Ich habe das jetzt im Bundestag unlängst vorgerechnet. Aldi Nord hat einen großen Betrieb aus Thüringen aufgekauft mit 1.500 Hektar. Dafür wird der Roundabout 15,5 Millionen Euro bezahlt haben. Und das, was die EU jedes Jahr zahlt, sind 465.000 Euro. Aldi Nord braucht das Geld nicht von der Sparkasse holen. Und wenn Sie die 15,5 Millionen in Relation zu den 465.000 Euro setzen, dann haben Sie eine 3%ige Verzinsung. Die kriegt in Deutschland heute keiner. Ich bin im Verwaltungsrat einer Sparkasse. Die Sparkasse kann eigentlich gar kein Geld mehr erwirtschaften, weil keine Zinsen erwirtschaftet werden. Und dann finde ich es nicht in Ordnung, wenn die Leute, und Aldi Nord sind keiner der ganz kleinen Lebensmitteleinzelhändler, wenn die über den Handel das Geld erwirtschaftet haben, jetzt auch noch dazu in die Lage versetzt werden, das Land derer zu kaufen, die es erwirtschaftet haben. Also für mich ist das passt nicht. Und deswegen ist unsere sehr klare Forderung, und die hat Till als erster in der EU aufgestellt, wir haben da als Bundestagsfraktion dann nochmal konkretisiert, sehr klar zu sagen, wir wollen die Agrarsubventionen nicht kürzen. Also das Geld soll im System bleiben, definitiv, aber wir wollen, dass das Geld anders verteilt wird. Und zwar so, dass die oder der Umwelt etwas Nachhaltiges gibt, dafür belohnt wird. Und ich finde das auch
absolut regulär. Also wenn man wie ich aus dem Handwerk kommt, dann kennt man das sowieso nicht, dass man für Grund und Boden belohnt wird. Wir kennen das nicht. Und deswegen widerspricht es mir auch in meinem Innersten, dass wir ein System haben, bei dem Eigentum derartig von staatlicher Seite verzinst wird. Mir geht es einfach nicht in den Kopf, so was wir tun können, und das gibt auch die neue EU-Förderkulisse her, dass wir das Geld umwidmen können. Und das gibt der neue EU-Vorschlag her. Und dann würde ich mein Land bitten, in der nationalen Verantwortung, das ist alles erlaubt, das ist alles gestattet, da können wir 25-30% von diesem Geld nehmen und wir umweltverträgliche Maßnahmen einsetzen. Und da will ich Ihnen mal ein paar Sachen nennen, bevor ich Ihre Zeit überstrapaziere und auch ganz gerne mit Ihnen diskutieren möchte. Mecklenburg-Vorpommern hat ungefähr 300.000 Hektar Moor. Und wenn man sich, so wie ich, intensiv auseinandersetzt mit Fragen, welche Veränderungen erzeugt Landwirtschaft, dann wissen wir, dass von dem sogenannten CO2-Problem oder dem CO2-Äquivalenz, das ist immer eine Umrechnung von unterschiedlichen Gasarten, die ausgebracht werden, dass die Landwirtschaft da ungefähr 7% mitverantwortet. Die Moore sind eine gewachsene biologische CO2-Senke. Und je mehr Moore wir entwässern, desto mehr kommt von dem gelagerten CO2 natürlich wieder raus. Und wir können, und das haben wir übrigens schon, Scholz ist da richtig, richtig gut, ein Moorschutzprogramm entwickelt, in dem wir da richtig, richtig Geld reinballern. So, und wenn wir, ich sag mal, mit den staatlichen Mitteln, die der Haushalt hergibt, die können aber nie so groß sein wie die EU-Subventionen. Die EU-Subventionen für Eigentum in Deutschland sind alleine 6 Milliarden Euro jedes Jahr. Und ich frage, wir haben in 20 Jahren jetzt 120 Milliarden Euro ausgegeben. Wo ist der sinnvoll steckende Aspekt für die Landwirtschaft und für unsere Gesellschaft? Ich habe ihn nicht erkennen können. Er hat nur dazu geführt, dass Land ein Investitionsspekulationsobjekt geworden ist und das Geld am Ende bei denen landet, bei denen es traditionell immer gelandet ist. Entschuldigung, wenn ich jetzt mal ein bisschen hochfahre. So, das kann nicht wahr sein. Und wenn wir jetzt mal die EU-Fördermittel nehmen würden, gekoppelt mit einer vernünftigen Haushaltsführung, dann können wir richtig was rocken. Richtig was rocken. Und dafür würde ich plädieren. Die gesamte Frage vom Insektenschutz, das machen wir als Haushaltstitel, aber auch da bitte immer dran denken, was sind 100 Millionen im Verhältnis zu 1,5 bis 2 Milliarden? Ein 20. Das heißt, wir haben das Steueraggregat in der Hand und haben nicht den Mumm, es umzusetzen. Und abschließend mein besonderes Steckenpferd, weil ich glaube, darin liegt der Schlüssel der Lösung. Also wir haben unterschiedliche Probleme. Und es gibt ein schönes Wort von Goethe, in dem er den Schüler sagen lässt, ich habe die einzelnen Teile in der Hand, aber ich erkenne nicht das Geistgewand. Und das denke ich auch häufig bei der Frage der Landwirtschaft. Wir haben unterschiedliche Problemfelder. Es sieht alles unglaublich komplex aus. Aber wir sind mittlerweile so weit, dass wir das in einen Pott werfen können. Und deswegen wirbt die SPD-Bundestagsfraktion ganz vehement dafür, dass wir ein europaweites, aber in Deutschland gestartetes Internetportal aufbauen. Das müssen Sie sich vorstellen, in der Macht wie Google. So müssen Sie sich das vorstellen. Indem wir Daten zur Verfügung stellen, und zwar Daten, die der Landwirt braucht als Rohdaten, um arbeiten zu können, und das dann mit den modernsten Algorithmen, die wir in Deutschland zur Verfügung haben, und das wird vielleicht überraschen, vielleicht auch nicht, bei künstlicher Intelligenz sind wir in der Forschung im Moment weltweit die Ersten. Das heißt, wenn wir das, was wir universitär drauf haben, was wir in unseren exzellenten Forschungseinrichtungen drauf haben, gerade auch bei Algorithmen, wenn wir das zusammenbauen, dann können wir eine IT-Plattform zur Verfügung stellen, die es ermöglicht, all diese Fragen zu erfassen, den Landwirten das Arbeiten viel, viel einfacher zu machen. Und ich weiß nicht, ob Till da war, ich war jetzt bei der Agritechnica. Da gab es einen großen landwirtschaftlichen Konzern, der hat die Landwirtschaft 2025 vorgestellt. Ich werde den Namen nicht nennen, weil kommt aus den USA. Ich fände es eigentlich ganz gut, wenn unsere Landmaschinenhersteller dagegen halten können. Aber da hat man gesehen, wie das aussieht. Da ist die Blechbüchsenarmee mit Solarzellen auf dem Acker unterwegs.
Da werden keine Pestizide, Herbizide mehr verspritzt. Da sind Hybridfahrzeuge E-getrieben auf dem Acker mit Ketten, die jedem Ackerboden gerecht werden. Und da haben sie eine derartige Vielfältigkeit von Einsatzmitteln. Drohnen, die durch Weinberge donnern. Und da über Mechanik die Arbeit ersetzen, die jetzt mühsam gemacht wird. Sie können Spritzmittel ersetzen. Und wenn wir das alles zusammenfassen, den modernen Standort Deutschland mit seiner IT-Fähigkeit, mit seiner Landmaschinentechnologie, und wenn wir dazu in der Lage sind, alles das, was die einzelnen Fäden sind, in einen Pott zu fassen, dann bin ich der festen Überzeugung, dass wir eine Landwirtschaft darstellen können, die dem Land bekömmlich ist, die der Natur bekömmlich ist und die wieder eine Versöhnung herstellt zwischen landwirtschaftlicher Urproduktion und den Menschen, die da drin leben wollen und mitleben wollen. Und vor allem, das auch, was Till angesprochen hat, ich bin das so ein bisschen leid, dass die urbanen Zentren immer im Vordergrund stehen und wir armen Maxe vom Lande immer eine Röhre gucken. Ich habe mich auf der ganzen Fahrt hier hingeredet, aufgeregt, dass hier nur weiße Flecken waren. Ich kenne das von zu Hause, ich glaube, das wäre hier besser. Und das ist auch die Arroganz der großen Konzerne, dass sie die Städte und die urbanen Zentren im Fokus haben und hier auf dem platten Lande gucken in eine Röhre. Und auch das gehört aufgeräumt, übrigens von einem Konzern, dem der Staat gehört. Und ich finde, da hat der Staat eine völlig andere Aufgabe, da muss er der Telekom mal zeigen, wo der Hammer ist. So, das war's jetzt. Ja, vielen, vielen Dank, lieber Rainer. Da glaube ich, war jetzt so schon richtig viel Sprengstoff drin, sowohl positiv als auch negativ. Aber ich hatte ja an Beginn den Ablauf so ein bisschen erklärt, wie wir das gerne aufziehen wollen. Und deshalb will ich jetzt als erstes, aber quasi schon zwischen Podium und den Teilnehmern stehend, Teilnehmerinnen und Teilnehmern stehend, Claudia Resthöf hier nochmal das Wort geben. Und Claudia, ich bitte dich einfach vielleicht selber noch ein paar Worte dazu zu sagen. Wieso sitzt du jetzt hier? Was ist der Hintergrund? Ja, also auch von mir herzlich willkommen. Mein Name ist Claudia Resthöf. Ich stelle mich noch mal einmal kurz selber vor. Ich bin in Lübeck aufgewachsen, bin gelernte Landwirtin, habe auf bäuerlichen Gemischtbetrieben gelernt, habe dann ein Agrarwissenschaftsstudium abgelegt in der Stadt Kiel mit den Schwerpunkten Ökolandbau und Naturschutz. Und 1996 bekam ich die Gelegenheit, hier im schönen Vorpommern einen Hof aufzubauen. Das ist südlich von Stralsund, einen ehemaligen Hof, der der Kirche gehörte, der aber verfallen war, wieder aufzubauen. Und das habe ich dann zuerst nach den Richtlinien von Bioland und später dann nach den Richtlinien des Demeter-Verbandes zusammen mit meinem Team getan. Wir bewirtschaften also nach Demeter-Richtlinien heute 220 Hektar. Das sind 150 Hektar Acker und 60-70 Hektar Grünland. Wir haben eine Milchviehherde von 40 Milchrindern der alten Nutzungsrichtlinie, die gesamte eigene Nachzucht. Wir bauen unser gesamtes Futter auf unseren Flächen selber an, so wie es im Ökolandbau ja auch vorgesehen ist, dass man im Kreislauf wirtschaftet. Wir haben eine kleine Käserei, in der wir ein Drittel unserer Milch selber verarbeiten. Die Übermilch, die geht an eine Meierei, in der sie zu Ökomilch und zu weiteren Milchprodukten verarbeitet wird. Wir haben eine kleine Bäckerei, in der wir unser Brotgetreide zu Vollkornbrot verarbeiten. Und seit 2 Jahren, haben wir auch ein kleines oder ein Café und ein Abhofverkauf. So konnten wir also auf dieser relativ kleinen Fläche, dass wir auf 220 Hektar mit 8 Arbeitskräften wirtschaften, das ist schon ein großer Arbeitskräfteschlüssel, wenn man das jetzt mit einem reinen Marktfruchtbetrieb vergleicht, konnten wir eigentlich so immer alle 2 Jahre eine Arbeitskraft mehr beschäftigen, feste Arbeitsplätze in einer doch, das ist ja doch, in, auch wenn wir eine Tourismusregion sind, ist das Hinterland immer sehr schnell doch auch sehr schwach strukturiert und wir sind eigentlich jetzt bei uns im Dorf eine richtige Anlaufstelle geworden für auch Einheimische, was ich sehr wichtig finde. Also wir, so verstehen wir uns auch, dass wir eben zwar natürlich Landwirtschaft im Einklang mit der Natur machen, aber wir möchten auch für den Menschen da sein und auch für in der Region etwas Sinnvolles machen.
Ja, auf ein richtiges Impulsreferat war ich jetzt nicht vorbereitet. Ich dachte, es geht dann gleich in die Diskussion. Ich kann aber eben trotzdem noch mal ein paar Sachen sagen und denke, dass man dann lieber diskutieren kann. Also ich sehe schon, es sind relativ viele Landwirte da, es sind auch Verbraucher da. Und das ist ja eigentlich auch ein interessantes Gespann. Wir Landwirte wären nichts ohne die Verbraucher und ohne die Politiker, ja, das können wir noch diskutieren, auch nicht. Und deshalb denke ich, mache ich das jetzt gleich kurz, dass wir dann lieber auch alle, die auch weit angereist sind, zu Wort kommen lassen und zusammen intensiv und interessiert diskutieren. Also mein Motto, ich habe es so ein bisschen schon gesagt, mir ist es ganz wichtig, im Einklang mit der Natur zu wirtschaften. Da kam für mich auch nie etwas anderes in Frage. Ich finde, dass der Ökolandbau die umweltverträglichste Art ist, Landwirtschaft zu betreiben. Ich sehe es so, dass Bauern nicht nur Unternehmer und Lebensmittelerzeuger sind. Ich sehe es so, dass wir Landwirte eine sehr hohe Verantwortung haben für die Fläche, auf der wir wirtschaften. In Mecklenburg-Vorpommern wird, glaube ich, 57% der Fläche landwirtschaftlich genutzt. Fläche, ja, was ist das? Fläche ist lebendiger Boden mit einem Grundwasserkörper darunter und nicht nur unsere Nutzpflanzen, die obendrauf wachsen, sondern auch mit wildlebenden Tieren, die einen Lebensraum auf unseren Höfen und auf unseren Flächen haben sollen. Damit haben wir eine extrem hohe Verantwortung. Ich habe auch Wünsche, die kann ich hier vielleicht auch einfach mal so ganz naiv sagen. Ich möchte, dass das Höfesterben aufhört. Ich möchte, dass der Ankauf von Flächen durch Großindustrielle aufhört. Das ist miteinander verbunden, diese beiden Wünsche. Kleine Bauernhöfe müssen eine Chance haben. Wenn ich mir das Motto von heute, Landwirtschaft alles in Butter, nochmal so mir darüber Gedanken mache, dann denke ich, es kann ja nicht alles in Butter sein, wenn viele junge Landwirte den Beruf nicht mehr ergreifen möchten, obwohl es ja wirklich ein sehr vielseitiger, wunderschöner Beruf ist. Das muss ja seine Gründe haben und es kann auch nicht in Ordnung sein, wenn Betriebe an Industrielle verkauft werden, womit wir ja die Zeichen einfach in die falsche Richtung legen und unsere Bäuerlichkeit aus der Hand geben. Ja, ich wünsche mir ein Landschaftsbild, das vielseitig ist, in dem Schmetterlinge und Störche einen festen Platz haben. Und ich möchte, dass weniger Chemie eingesetzt wird. Und ich wünsche mir, dass die Fläche des Ökolandbaus, auch wenn sie schon bei 12,6% in Mecklenburg-Vorpommern liegt, weiter ansteigt. Denn es ist sicherlich so, dass die AUKMs eine Wirkung schon haben und dass man mit Bienenweiden auch die Anzahl von Bienen und anderen Insekten stärken kann. Aber es ist natürlich schwierig, wenn dann zwischendrinne oder rechts oder links, also wenn es nur Blühstreifen sind, dann doch wieder sehr intensiv Landwirtschaft betrieben wird. Damit werden dann die Erfolge gleich wieder zunichte gemacht. Ja. Okay. Vielen, vielen Dank. So, jetzt ist das Podium Ihr Podium sozusagen. Ich gehe mal nach vorne und wenn Sie Wortmeldungen haben, bitte ich nur darum, dass Sie sich auch kurz vorstellen, damit wir wissen, mit wem wirst du. Wie gesagt, es wäre ganz nett, wenn es nicht so ganz lange dauert, weil wir haben jetzt noch eine Stunde und die wollen wir nutzen, also eine knappe Stunde. Mein Name ist Konrad Weidelin, ich bin Landwirt aus Detmannsdorf. Das liegt südwestlich von hier und ich mache das ich habe die Generation nicht mitgezählt, aber schon, meine Familie ist schon sehr lang in der Landwirtschaft. Und wir Landwirte sind sehr berührt von diesem Thema, das momentan stattfindet und wir versuchen uns zu orientieren und will gleich vorneweg sagen, wir wollen kooperativ sein. Also
Das ist auch der Grund, ich fühle mich so ein bisschen ungerecht behandelt von Ihnen, Herr Spiering, wenn Sie sagen, dass wir nach Berlin laufen und die Flagge hochhalten, einfach nur demonstrieren. Der Hauptgrund, warum wir demonstrieren, ist, weil wir das Gespräch suchen mit Ihnen. Wir fühlen uns in den Werdegang momentan nicht mitgenommen und wir haben das Gefühl, dass von oben herab regiert wird und dabei gar nicht gefragt wird, ob das wirklich alles so hundertprozentig sinnvoll ist, was wir tun. Und ich glaube, wir Landwirte, wir haben alle studiert, wir kennen uns einigermaßen aus mit dem, was wir tun und wir wollen gerne mit unserem Wissen in diesem Dialog beteiligt werden. Das ist mir sehr wichtig. Ich finde es auch schwierig, Herr Spiering, dass Sie es darstellen, dass jedermann hingehen kann und sich 15 Millionen Euro in die Hand nimmt und eventuell ist noch ein böser Industrieller und einen Betrieb kauft und dann 400.000 Euro dafür bekommt. So einfach ist es ja nicht. Also man muss ja schon mal eine landwirtschaftliche Produktion in Gang bringen, dann muss man die andersweitigen Auflagen erfüllen, man muss einen Agrarantrag stellen, man muss sich an Gesetze halten, an Cross-Compliance, man muss die Düngeverordnung einhalten, man darf gewisse Pflanzenschutzmittel nur auf gewisse Art und Weise anwenden. Und diesem ganzen Prozess ist man in Deutschland viel stärker eingebunden an Gesetze als überall anders auf der Welt. Und dafür brauchen wir einen Einkommensausgleich. Aber ich bin auf Ihrer Seite und ich glaube, dass nichts besser wäre als für die Landwirte, um von diesen Agrarförderungen befreit zu werden. Das halte ich für super wichtig und wäre ich sofort dabei. Und da gibt es einen ganz einfachen Weg hin. Man muss zusehen, dass alle Produkte, die verkauft werden in Deutschland, genau zu den gleichen Bedingungen produziert werden wie hier in Deutschland. Und jedes Produkt, was das nicht erfüllt, was importiert wird, muss so gekennzeichnet werden, dass draufsteht, dass es nicht in Deutschland produziert, das entspricht nicht deutschen Standards. Dann können wir deutschen Landwirten das sofort liefern. Und wir haben viele Möglichkeiten, um uns zu beteiligen an der Rettung vom Grundwasser, an der Rettung von Insekten, wenn wir befreit werden von der Demokratie dazu, der Bürokratie dazu. Entschuldige, das war nicht so gemeint. Aber die Bürokratie, die tut uns sehr schwer. Und ich habe sehr früh Bienenweiden angebaut, Herr Backhaus, und mit sehr viel Freude. Und diese Bürokratie, die damit verbunden war, die war so groß und so umfangreich, dass ich es gelassen habe. Ich baue trotzdem Bienenweiden an, aber ohne Förderung. Ich bekomme kein Geld dafür. Aber ich fütter lieber die Wildbienen und Schmetterlinge und Insekten als ein weiteres Nutztier, unsere Biene. Und ich glaube, das ist viel wichtiger, dass wir die Naturinsekten auch benutzen. Und ich bin fest davon überzeugt, dass es eine gute Möglichkeit gibt, ohne Pflanzenschutzmittel und ohne Dünger auf Dauer auszukommen. Wir müssen aber diesen Weg dahin langsam mit den Landwirten hoffentlich entwickeln. Das ist mir ganz wichtig. Ja? Ja, vielleicht auch beide. Also, wenn Sie sich von mir ungerecht behandeln, tut ja nicht mehr das Leid. Ich sage das nicht. Aber Sie dürfen nie beim Ursus Sie vergessen, dass Demokratie, der Protest bei uns einen sehr hohen Wert hat. Das heißt also wirklich auf die Straße zu gehen und sagen, dafür trete ich jetzt an. Und das war eigentlich mein Bild, und ich finde das in der Wirtschaft auf die Straße geht, finde ich in Ordnung. So, also wie gesagt, vergesse da nie den alten Sozinger. Die Beteiligung an der Diskussion, ja, gerne, total gerne. Aber ich erlebe jetzt natürlich auch einen Diskussionsprozess, der eine andere Fahrt aufnimmt. Bis jetzt ist der Diskussionsprozess immer durch die Vertreter des Bauernverbandes gelaufen. Ja. Jetzt bekomme ich plötzlich einen Anruf von meinen jungen Landwirten zu Hause, das kennt ihr die meisten, du Rainer, wir wollen mal mit dir reden. Okay, nicht der Bauernverband, junge Landwirte. Ich habe gesagt, wir kommen zusammen. Waren wirklich viele da, bei uns im Kreishaus. Hatte auch einen Fachmann für Wasserrecht und Wasserkunde dabei. War auch eine spannende Diskussion. Wir haben uns übrigens auch auf ein ganz tolles Verfahren geeinigt. Will ich jetzt nicht sagen, könnte ich aber nachher erklären, weil ich es richtig gut finde. Aber wir suchen ja diesen Diskussionsprozess. Dafür haben Sie übrigens auch Abgeordnete zu Hause. Ich fand das von unseren jungen Landwirten richtig klasse. Angerufen, Rainer, komm, setz uns zusammen. Funktioniert, 1A. Aber wir haben tatsächlich in der Auseinandersetzung mit dem Bauernverband Probleme gehabt. Weil
da war auch immer eine Mauer aufgezeigt. Und dann wurde gesagt, also pass mal auf, entweder ihr macht das so oder so, gar nicht. Das macht einen Diskussionsprozess auch schwierig. Deswegen finde ich das jetzt mit den jungen Leuten total toll, ich mache das gerne. Wenn Sie sprechen Bürokratie, ich habe jetzt letzte Woche ein Gespräch mit dem Präsidenten der DLG. Und das ist ja kein kleiner Hof und kein kleiner Betrieb. Und er sagt mir, Herr Spiering, den GAP-Antrag mache ich jetzt mit Hilfe von Rechnern innerhalb von 2 Stunden komplett fertig. Und das ist das, was ich eben angesprochen habe. Das ist unser Plan. Wir haben jetzt übrigens nicht aus der Regierung gekommen, sondern als Parlamentarier richtig Geld in die Hand genommen für eine digitale Plattform Landwirtschaft. Richtig Geld, kein Kleingeld. Wenn wir mal in den Haushaltsposten reingucken, wir knallen da jetzt in den nächsten 4 Jahren 70 Millionen Euro rein, sogar 80 Millionen. Und das ist einer der wenigen Haushaltsposten, die richtig ablaufen. Also, Geld angemeldet, Geld abgeflossen. Funktioniert 1A. Und der große Plan dahinter ist wirklich, sie zu schützen vor den Großen dieser Welt. Vor den Microsoft, vor den Googles, vor SAP und wie sie alle heißen. Und der Landwirtschaft eine Plattform anzubieten, mit der wir genau das tun, was sie einfordern. Nämlich über Digitalisierung ihre Bürokratie runterzufahren. Und ich höre dann immer, ja, die älteren Hofbesitzer kommen damit nicht klar. Wenn ich zu den großen Firmen, die sagen, spielen, kein Problem, machen wir über das kleine Schatzchen. Sorry, jetzt zieht zurück, also über das kleine Linie. Und wir entwickeln Apps und wir haben auch schon Apps entwickelt. Du kannst das Smartphone auf den alten Güldner oder was auch immer hier drauflegen, die Bodendaten sind bekannt und dann kann man das alles wunderbar einpflegen. Und ich bin auch der Meinung, der Staat müsste die Mittel zur Verfügung stellen, um die Landwirtschaftskammer Landwirtinnen und Landwirte zu fördern und zu schulen. Das können wir alles leisten. Das können wir als Staat leisten. Und deswegen ist für mich das Bürokratiemonster nicht das Bürokratiemonster, sondern es ist ein Bürokratieproblem, das man lösen kann. Da bin ich der festen Überzeugung, weil wir das in allen anderen Wirtschaftskreisen auch gelöst haben. Und dann kriegen wir es in der Landwirtschaft auch hin. An einer Stelle kann ich Ihnen keine Hoffnung machen. Ich war am Samstag jetzt gerade bei der katholischen Kirche, da geht es genau um die Frage Lieferkettengesetz. Und das heißt im Klartext, das, was Sie einfordern, ist Marktunterstützung für die Produkte der deutschen Landwirtschaft, um Einfuhren zu erschweren. Genau das. Und Sie werden in einem Land wie Deutschland, das einen extremen Exportdruck hat, werden Sie das nicht hinbekommen. So, denn ich bin ja viel mit Landwirten unterwegs, gerade hier auch aus dieser Ecke. Und ich habe die letztens bei mir im Büro gehabt. Und war dieselbe Forderung. Wir haben gesagt, könnt ihr das Bruttoinlandsprodukt Deutschlands sicherstellen, so wie die VW das macht, Siemens das macht, Mercedes gemacht, BMW. Man muss da ja nicht um zureden. Nee, haben gesagt, das können wir nicht. Ich sage, dann haben wir ein Problem. Weil Sie mit diesen Standards, die ja sehr hoch sind, natürlich Märkte zumachen. Wir könnten kein Freihandelsabkommen mehr abschließen. Das geht gar nicht. Weil Sie immer sagen könnten, Kinder, es gibt kein Rindfleisch von da, kein Schweinefleisch von da und Soja schon sowieso nicht. So, dann können wir uns die Exportnation Deutschland, das ist dann aber extrem schwierig. Und ich habe letztens mit einer jungen Frau darüber gesprochen, ich habe gesagt, tun Sie mir den Gefallen, gehen Sie zu VW, gehen Sie zu Siemens, Mercedes und erklären Sie das den Kolleginnen und Kollegen. Da hat sie gesagt, da wollen Sie nicht hingehen. Und das kann ich gut verstehen, ich würde es denen auch nicht erklären wollen. Das heißt, wir müssen schon versuchen, mit den Mitteln, die wir hier haben, und die sind, und das ist doch der große Vorteil von Deutschland, wir sind über die digitale Infrastruktur und viele andere Fragen viel besser. Wir vermarkten hier viel schneller. Und vielleicht kommen wir auch gleich mal gerade, was Demeter angeht, über die Frage von Vermarktung, weil ich die übrigens für zentral halte. Also die Hoffnung kann ich Ihnen leider nicht erfüllen, bei allen anderen Stellen sind wir gerne hilfreich. Gehen die Bauern kaputt? Nein, die Bauern gehen nicht kaputt. Warum sollen die Bauern kaputt gehen? Weil wir nicht konkurrieren sollen mit den Produkten aus dem Ausland. Will ich gerne gleich was zu sagen. Ich sammle noch ein paar Fragen. 1, 2, 3. Ja, mein Name ist Detlef Hack, ich komme aus der Schalsee-Region, habe da einen landwirtschaftlichen Betrieb mit 150 Hektar Ackerbau und 400 Hektar Grünland. Wir machen viel Naturschutz. Oh, ich möchte mal gerne gleich auf Ihre Frage kommen. Also wenn es uns nicht gelingt, dass wir die Landwirte stärken, dass der Vertragsnaturschutz mehr wird als nur Nachteilsausgleich,
dann werden wir das Artensterben nicht bezwingen können. Ich kann das von meiner eigenen Fläche Ihnen bestätigen. Wir kämpfen im Naturschutz auf relativ wenig Flächen für den Erhalt der Arten. Und die Arten, die auf diesen Flächen leben, sind nicht mehr in der Lage, wenn sie ihre Lebensräume wechseln, gesund über die Straße zu kommen. Sie kommen nicht gesund über eine landwirtschaftliche Fläche. Die Verluste sind einfach viel zu hoch, dass die Produktion der Arten das nicht mehr ausgleichen kann. Das heißt, die Landwirtschaft muss sich verändern. Ne? Und oh, ja, meine direkte Frage an eine SPD ist, nimmt eine SPD das Verhandlungspaket mit der WTO wieder auf, weil diese WTO-Verhandlungen sind der Faktor, die es dem Staat eigentlich nicht ermöglichen, den Landwirten mehr als Nachteilsausgleich zu geben, dass sich der Einsatz für die Natur, für die Landwirte, für die Familieneinkommen auch wieder lohnt. Wenn uns das nicht gelingt, dann verlieren wir dieses an Fahrt aufnehmende Rennen um den Schutz unserer Arten. Und sind nicht mehr in der Lage, eine enkeltaugliche Landwirtschaft für die nachfolgenden Generationen zu garantieren. Von daher ist das mein Appell an die bürgerlichen Parteien, hier einfach mutiger zu agieren und dieses zu verändern zum Wohl unseres Landes und zum Wohl unserer Landwirtschaft und unserer Enkelkinder. Da würde ich ganz gerne mal einsteigen. Also erstens glaube ich, wir müssen erstens jetzt mal zusehen, dass wir für die nächste Phase, die jetzt ansteht in Europa, erstmal Klarheit schaffen, wie es da weitergeht. Ich hoffe, wir können da jetzt alle gemeinsam folgen. Ich bin im Übrigen morgen in Brüssel, um da mit der Arbeitsebene über die Zukunft der Agrarförderung und der ländlichen Räume zu reden, im Übrigen auch über die Fischerei. Und der Wolf ist auch nochmal dabei. Und wenn man das jetzt sich alles anschaut, dann mag man unterschiedlicher Auffassung sein, aber eins ist vollkommen klar. Ich nehme zur Kenntnis, das muss uns auch hier klar sein, die Mittel, die wir insgesamt aus Europa bekommen, werden weniger. Das ist eine Riesengefahr. Wir verlieren allein für Mecklenburg-Vorpommern 4,5% in Klammern der direkten Beihilfen, in Klammern Einkommensbeihilfen, die ich ja umsteuern möchte. Da sind wir dicht beieinander, Rainer. Und dann, was den meisten gar nicht bewusst ist, alle reden über den ländlichen Raum, wir wollen ihm helfen. Wir haben erkannt, dass man der AfD dieses Feld nicht überlassen darf. Aber in der Konsequenz verlieren wir 17% an finanziellen Mitteln in Deutschland für die ländlichen Räume. Das sind die Kindergärten, Schulen, Infrastrukturen und sonstige Dienstleistungen. Das muss jedem klar sein. Das heißt, wenn ich dann nochmal, und da habe ich dann schon einen Konflikt, wenn wir im Übrigen, was die Ernährungswirtschaft anbetrifft, 60-70% unseres Exportvolumens geht und bleibt in Europa. Das nehme ich erstmal zur Kenntnis, weil Deutschland immer noch auch eine Nation ist, in dem die Lebensmittel ja einen sehr, sehr guten Ruf haben und die Qualität auch bis heute immer noch gut ist. Und deswegen glaube ich schon, dass wir auch aufpassen müssen, dass wir mit modernster Technik, mit der Reduktion von Nährstoffen, mit der Reduktion von Pflanzenschutzmitteln weiterkommen. Da sind wir auf Gedeih und Verderb aufeinander angewiesen und dafür muss es auch Geld geben. Da sind wir ganz dicht beieinander. Und deswegen will ich das auch nochmal aufklären. Ich will auch hier sagen, für mich ist die Zusammenarbeit mit jungen Leuten, aber auch mit den gestandenen Landwirten außerordentlich wichtig. Und unser Bauernpräsident, das nehme ich auch mit Freude zur Kenntnis, ausdrücklich, unser Bauernpräsident in diesem Lande hat die Zeichen der Zeit auch erkannt. Er war nicht umsonst in Hamburg und auf allen Demonstrationen mit dabei. Und ich nehme auch zur Kenntnis, wir wollen nochmal erneut über ein Agrarstruktursicherungsgesetz reden. Hat er mir jedenfalls versprochen. Warum sage ich das? Weil ich auch glaube, dass die Demonstrationen und auch diese Art des Umganges, im Übrigen hat nochmal ausdrücklich dieses Agrarpaket das Fass ja nur zum Überlaufen gebracht. Das ist nicht die Ursache dafür, sondern die unerledigten Aufgaben auch in Berlin, Brüssel und vielleicht auch in Schwerin. Aber da nehme ich nur so ein paar Beispiele raus. Wenn ich mir die Schweinehaltung ansehe, ja, seit Jahren, Rainer, du kennst das auch, diskutieren wir über Verbesserungen der Haltungsbedingungen. Wir diskutieren darüber, dass wir die Schwänze nicht mehr kürzen wollen. Wir reden über die Kastration
und unterm Strich haben wir es bis heute nicht fertiggebracht, jetzt moderne Stallhaltungssysteme so zuzulassen, dass die Landwirte wissen, ist es rechtssicher und habe ich Planungssicherheit. Sie haben sie einfach nicht, schlicht und ergreifend. Und das bringt die Leute langsam auf die Palme. Und wir haben ja fast nichts hier. Das muss ich auch nochmal sagen. Und die, die das noch machen, vor denen kann man nur den Hut ziehen, die hören jetzt auch noch auf. Der Schlachthof ist schon geschlossen. Wir haben keinen großen Schlachthof mehr. Naja, und dann sind die größeren Betriebe sind natürlich auch verwöhnt. Mein ehemaliger Staatssekretär Karl Otto Krehr sagt immer noch heute, natürlich ist es so, nicht böse gemeint, in den größeren reinen Marktfruchtbetrieben ist die Arbeit sich nach oder ist das Bücken nach Arbeit nicht besonders ausgeprägt. Das will ich auch hier so festhalten. Der ein oder andere kennt das auch von mir. Wenn ich einen 1000 Hektar Betrieb habe und habe 275 Euro am Jahresende, kann sich jeder ausrechnen, und habe dann 3, 4 Beschäftigte und davon nicht permanent Beschäftigte, dann ist das hier so. Und da stellt sich schon die Frage, ob das vom Steuerzahler so gewollt ist. Ja, das ist so. Und das ist vom Steuerzahler nicht gewollt. Und wenn ich mir die Fruchtfolgen ansehe, Entschuldigung, ja, auch das nehme ich zur Kenntnis, dann haben wir 2x Getreide, 1x Raps und vielleicht nochmal den Mais dabei. Das ist von der allgemeinen Gesellschaft so nicht gewollt. Und da müssen wir ansetzen. Wir müssen mehr oder weniger in eine neue Art von Gesellschaftsvertrag. Und da betone ich nochmal, da können Sie mir dann erzählen, was Sie wollen. Ich habe ja auch mir die Betriebsspiegel nochmal angesehen. Ich könnte das ziemlich genau sagen von den Betrieben, die ich hier so unter uns sehe, wie sich das darstellt. Und dann nehme ich natürlich zur Kenntnis, auch das will ich ausdrücklich sagen. Rainer Spiering hat gesagt, 300.000 Hektar Niedermoorflächen haben wir. Michael Succo wird das nicht nur bestätigen, sondern das ist so. Seit vielen Jahren versuche ich ja, in den Moorschutz mit uns zusammen das auf den Weg zu bringen. Paludikultur. Ich gehe davon aus, dass das jetzt endlich kommt. Auch von Berlin endlich kommt, dass wir tatsächlich alternative Formen der Landbewirtschaftung mit einer nassen Landwirtschaft machen. Auch das ist technisch-technologisch hochanspruchsvoll. Und wir könnten damit neue Einkommensquellen und Wertschöpfungsketten insgesamt entwickeln. Da hoffe ich, dass wir da im Übrigen einen ganz maßgeblichen Beitrag zum Klimaschutz leisten. Ja, nur diese Zahl, die ist allgemein bekannt, die allein die 300.000 Hektar Niedermoore, die wir haben, zum Teil umgepflügt. Ich muss jetzt in der kommenden Woche, bin ich in der Friedländer Großen Wiese. Jetzt kommt die Landwirtschaft selber, Herr Dr. Piel weiß das, ja, dass die Landwirte jetzt selber kommen und sagen, wir müssen da wieder Wasser reinkriegen. Ja, nachdem man natürlich auch zu DDR-Zeiten das trockengelegt hat und damit immense CO2-Äquivalent-Emissionen, nämlich 6,2 Millionen Tonnen kommen aus den Niedermooren Mecklenburg-Vorpommerns. Das ist so viel wie der gesamte Verkehr und die Wirtschaft hier mehr oder weniger imitieren. Das heißt, wenn wir da Beiträge leisten und auch mit dem Klimapaket, da kann man ja drüber schimpfen, wie man will, aber ich weiß nicht, können Sie sich vorstellen, dass wir 54 Milliarden Euro, habt ihr am Freitag entschieden, 54 Milliarden Euro hat die Bundesregierung, von der ich glaube, dass dieser Weg richtig ist, dem einen oder anderen ist es nicht genug, aber ich glaube, dass dieses Paket als solches in die richtige Richtung geht, dass zum ersten Mal in allen Sektoren der Volkswirtschaft, ob das die Automobilindustrie ist oder ob das die Landwirtschaft ist, da hängen wir auch mit drin, dass wir zum ersten Mal ein Klimagesetz haben, wo auch nachgewiesen werden muss, dass die Einsparziele erreicht werden. Und wenn die nicht erbracht werden, dann muss nachgesteuert werden. Da muss ich schon mal sagen, dass wir da in einer Vorreiterrolle sind. Und da muss die Landwirtschaft mithelfen. Die Landwirtschaft kann da im Übrigen beweisen, dass sie Teil der Lösung ist und nicht Teil des Problems. Und da kann ich nur mir wünschen, dass wir gemeinschaftlich an diesen Themen arbeiten. Und insofern würde ich schon ganz gerne ausdrücklich auch unterstreichen. Ich glaube, das Gros der Landwirtschaftsbetriebe in diesem Lande hat verstanden, dass sie Partner der Gesellschaft sind und dass wir Lösungen erarbeiten wollen. Und dazu muss es einen finanziellen Ausgleich geben. Und da sage ich ganz klar, ich erwarte auch da will ich mit aufräumen. Hier im Bauernverband, wenn ich mal fragen würde, ihr schickt die Briefe rum, unkommentiert, bei allem Wohlwollen. Das muss ich auch ganz offen und ehrlich sagen. Da steht in dem Brief drin, 45% nach erster Einschätzung sollen die Flächen sein, auf denen kein Pflanzenschutz mehr betrieben werden darf. Habt ihr die Briefe gelesen? Ist schlicht und ergreifend falsch.
Es sind die FFH-Gebiete, die reinen FFH-Gebiete. Da haben wir in Mecklenburg-Vorpommern, wie viele Hektar haben wir davon? Das sind exakt 28.000 Hektar. Das sind 3% der landwirtschaftlichen Nutzflächen. Das sind die Refugien, wo wir heute wissen, dass wir die nach Brüssel nicht nur gemeldet haben, sondern dass da die Arten, die vor 150 Jahren in diesem Lande noch gelebt haben, dass wir diese sichern für die nachfolgenden Generationen. Das ist doch nicht mehr wie gerecht. Aber da sage ich dann auch, wir sollten lieber mit Freiwilligkeitsmaßnahmen arbeiten, nämlich unterstützen, ob das Ökolandbau ist oder ob das Extensivierung ist oder ob das ein Band, ein Nektarband quer durch das Land an den Gewässern entlang zu entwickeln mit der Gesellschaft, im Übrigen mit jungen Leuten Büsche und Bäume zu pflanzen. Ich habe am Sonnabend wieder mit über 100 Leuten Bäume gepflanzt. Ja? Wenn wir das nicht jetzt aufgreifen, dann werden andere darüber entscheiden, dass das Geld nicht mehr bereitgestellt wird. Und da erwarte ich einfach auch mehr Initiativen von uns allen und insbesondere aus der Landwirtschaft heraus. Zweite Reihe Mitte. Wer will? Ich bin Ingo Stoll. Ich habe eine Schäferei im Haupterwerb, Familienbetrieb. Und ich wollte mich eigentlich mal in Anführungsstrichen bei den Bundestagsabgeordneten, nicht nur die, die hier sind, sondern alle die, die 30 Euro Mutterschafprämie die letzten Tage im Bundestag abgelehnt haben, recht herzlich bedanken dafür, dass in Zukunft noch weniger Schafe geben wird. Wir haben von 2005 bis 2016 eine Million Schafe in Deutschland verloren. Wir haben jetzt nur noch 1,5 Millionen Schafe. Wo Schafe weiden, dort sind Insekten. Wir machen Küstenschutz. Aber so geht es nicht weiter. So finanziell, so wenig wie wir haben, so können wir nicht mehr leben. Im gleichen Zeitraum sind von 1300 Haupterwerbsbetriebe, Schäfereien, jetzt nur noch 950 vorhanden. Es geht immer weiter bergab mit den Schafen. In 22 Ländern Europas gibt es eine Mutterschafprämie. Sind diese Länder alle auf dem verkehrten Weg? Ich glaube es nicht. Darüber sollten wir mal nachdenken. Die LMS hat ausgerechnet, für Mecklenburg-Vorpommern im Durchschnitt verdienen die Schäfer 6,37 Euro. Das ist unter dem Mindestlohn, liebe Abgeordneten. Machen Sie sich nicht strafbar? Meines Erachtens ist das wohl so. Und was passiert mit den Rentnern? Ich habe noch 5 Jahre bis zur Rente. Ich werde zum Sozialfall. Das, ja, vielleicht ist aber auch nicht. Aber ich arbeite 365 Tage im Jahr und habe nur ganz wenig Urlaub, wenn überhaupt. Das muss man auch mal sehen. Und Herr Backhaus, Sie haben sich viele Jahre für den Wolfsschutz eingesetzt. Aber seit einem Jahr warten wir darauf, dass das neue Förderprogramm kommt. Dass wir endlich mal 100% dafür bekommen, für das, was wir für den Wolfsschutz machen, fürs Material und andere Sachen. Warum geht das nicht schneller? Ich habe am Freitag einen Antrag gestellt, nochmal für Elektrozaun fehle. Was hat man mir im Amt gesagt? Herr Stoll, aber nicht noch dieses Jahr. Dafür haben wir gar keine Zeit. Dann frage ich Sie auch, Herr Backhaus, wann wird dieser auffällige Wolf geschossen? Warum müssen jetzt erst wieder Anträge gestellt werden? Wenn der in Schleswig-Holstein straffällig geworden ist, kann man das nicht einfach unbürokratisch übernehmen und weitergehen? Ist kein Wunder, wenn Ihre Kollegen im Amt keine Zeit haben, meinen Antrag auszufüllen und fertig zu machen. Ja, danke. Ich gebe das jetzt erstmal an Rainer, weil ich glaube, erst war... Also ich sollte das Mikro in der Hand nehmen. Also die Frage des Herdenschutzes haben wir, glaube ich, jetzt vernünftig gelöst, indem wir in die Mittel für Agrar- und Küstenschutz 30 Millionen Euro gepackt haben. Und von denen gehe ich davon aus, dass sie hauptsächlich in Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern, welches war das andere Bundesland, das noch hauptsächlich betroffen war, Till? Brandenburg. Und dass das dort hauptsächlich ausgegeben wird. Und die Fachleute sagen uns, zumindest mein Umweltminister aus Niedersachsen sagt mir,
Rainer, damit kommen wir ganz gut hin. Und es gibt dazu eine sogenannte Planergruppe, weil wir als Bund nie wissen, wenn wir das Geld ausgeben, ob es den Ländern entsprechend verausgabt wird. Das ist in diesem Fall schon sichergestellt. Also die Maßnahmen für den Herdenschutz, die sind gegenfinanziert und sicher gegenfinanziert. So, die Frage der Mutterschafprämie und in 22 Ländern ist eine Frage der sogenannten gekoppelten Zahlung. Und es gibt eine EU-Vereinbarung, die das untersagt. Jetzt muss man ehrlicherweise sagen, es gibt genügend EU-Länder, die setzen sich drüber weg. Ob das 22 in dem Fall sind, weiß ich nicht. Kann ich nicht beurteilen. Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder die EU ist stark genug, das zu unterbinden, oder wir werden uns auch was einfallen lassen müssen. So einfach ist das. Ich kann Ihnen aber sagen, soweit ich den Haushaltstitel kenne, haben wir jetzt 2 Millionen dafür eingepreist. Die Parlamentarier, ja, Sie kennen den Haushalt ja noch nicht. Also, mein Kenntnisstand ist, dass im Haushalt dafür Geld eingepreist ist. Ja, ich kenne das Problem. Ist der Verbandschef des Zuckerverbandes bei mir gewesen, hat dasselbe Problem aufgesprochen. Und auch da gilt, also entweder, das ist auch eine zentrale Frage jetzt in Europa, aber machen Sie die Frage nicht klein. Entweder wir kriegen das gemeinsam in Europa hin oder wir kriegen es nicht hin. Und wenn wir es nicht hinkriegen, dann habe ich vor den Folgen wirklich Angst. Richtig Angst. Aber muss jeder für sich selber bewerten. Also dieses, ich halte das für ganz gefährlich, Europa da aufs Spiel zu setzen. Für ganz, ganz gefährlich. Also, aber das muss jeder Bürger und jede Bürgerin für sich entscheiden. Aber wir werden auch den gekoppelten Prämien, und bei Zuckerrübe war es, glaube ich, nur Polen, wo das läuft. Es hat auf jeden Fall mir der Mann vom Zuckerverband gesagt. Ich kann ja nur das reproduzieren, was mir gesagt worden ist. So. Zum Wolfsschutz soll Tilmar was sagen, weil das eine reine, das ist wirklich eine reine Landesangelegenheit. Ich kann Ihnen nur sagen, wir haben von der Bundesgesetzgebung das jetzt so gemacht, dass wenn ein Rudel auffällig wird, dass im Rudel die Möglichkeit besteht, so lange Wolf zu schießen, bis man den passenden gefunden hat. Aber man muss es nachweisen können. Aber die genaue Regelung kennt Till, glaube ich, besser. Ja, ich bleibe mal sitzen. Also beim Wolf vielleicht, aber noch mal ganz ernsthaft. Wir haben am Freitagnachmittag die Information bekommen, in Klammern aus den Medien, ist auch schön, dass der Wolf, der GW428M, bei uns ein männlicher Wolf, ein Rüde, ausgewachsen, tatsächlich genetisch nachgewiesen, ein Schaf, ohne Grundschutz in Krambo gerissen hat. Ein Schaf, ohne Grundschutz gerissen hat. Da fängt der Spaß nämlich dann an. Entschuldigung, Herr Stoll. Ja, also wieder nicht gesicherter Tierbestand, vom Prinzip her dann angefüttert. Und wir sind natürlich dabei und wir haben ein etwas anderes System. Ich nehme zur Kenntnis, in Schleswig-Holstein hat man ihn nicht bekommen. Und wir haben in unserem Bundesland, das haben Sie auch gehört, mittlerweile 9 Rudel. Und in dem Gebiet, das weiß auch Jürgen Lückhoff, 9 Rudel haben wir mittlerweile. In diesem Gebiet, um Krambo herum, um Schwerin herum, sind im Übrigen 2 Wolfsrudel. Und das jetzt abzuklopfen, dass wir da keinen Fehler machen, weil derjenige, der die Verantwortung trägt, das bin ich zum Schluss, und die Landrätin Kerstin Weiß, die Entscheidung treffen, nämlich diesen Wolf zu töten, zu entnehmen und gegebenenfalls auch Leute dafür zu haben, die diese Aufgabe erfüllen. Das innerhalb von, sagen wir mal, 3 Tagen umzusetzen. Ja, dann lachen Sie drüber oder schmunzeln Sie. Ja, da muss man denn schon ein bisschen aufpassen. Wir haben Bundesnaturschutzgesetz, da kann man es drehen und wenden, wie man will. Er ist eine streng geschützte Art. Und nichts ist schlimmer, als wenn wir einen entnehmen, der es nicht war. Dann werden nämlich all diejenigen, ich weiß nicht, ob Sie wissen, wie das in Schleswig-Holstein gelaufen ist. In Schleswig-Holstein sind nachts in den Wäldern Leute rumgelaufen und die Jäger waren nicht mehr bereit. Ich weiß nicht, ob Sie die Beiträge kennen.
Aber wenn man das hier auf die Spitze treibt, dann wird uns auch nichts anderes überbleiben. Dann wird auch niemand bereit sein, diese Verantwortung zu übernehmen. Und deswegen würde ich mal sagen, Jürgen Lückhoff kenne ich lange genug, wir sollen den Ball mal schön flach halten. Schön flach halten. Erstmal seht ihr dazu, dass die Schäfer ihrer Verantwortung nachkommen, ihre Tiere vernünftig zu sichern. Punkt eins. Ja, langsam. Langsam. Und das ist der zweite Punkt. Wir haben bis jetzt auch gefördert. Und andere Länder haben im Übrigen auch nicht viel mehr gefördert. Ja, ganz langsam. Da sind wir die Ersten im Übrigen auch gewesen, die gesagt haben, wir sind nach Brüssel gefahren. Ich kann auch nichts dran ändern. Wir haben eine komplett neue Richtlinie gemacht. Die musste in Brüssel notifiziert werden. Dass das über ein Dreivierteljahr gedauert hat, tut mir auch leid. So, wir haben in der letzten Woche den Hinweis bekommen und ist jetzt genehmigt. Das heißt, das Verordnungsblatt wird Anfang Dezember im Gesetz- und Verordnungsblatt erscheinen mit der Richtlinie und dann kann ab sofort dann gefördert werden. So, das ist die Kernaussage und zwar mit 100%. Und dann bin ich auch, das ist immer alles selbstverständlich, glauben Sie mir. Ich habe auch mit dem Thema, habe ich schlaflose Nächte durchlebt. Und ich nehme immer noch zur Kenntnis, nochmal, dass ein Großteil, und das sind nicht die Haupterwerbsschäfer, ja, ich könnte Ihnen hier Beiträge nennen, ja, wo wir mit unseren eigenen Leuten an den Wochenenden, das kennen Sie vielleicht im Raum Rostock, mit anderen neuen Methoden versucht haben, den Wolf abzuhalten. Und er hat trotzdem wieder zugeschlagen. Also ich muss nochmal ausdrücklich sagen, das ist hier keine Sisyphus-Arbeit, sondern das ist ein schwieriges Thema. Und in dem Zusammenhang muss ich auch noch ausdrücklich sagen, wir werden im Planag, das ist eben angesprochen worden, ich werde nochmal dahin gehen. Ich will keine gekoppelte Zahlung. Die wollen wir gar nicht, sondern ich möchte den Mehraufwand, das, was wir immer wieder besprochen haben. Wir haben eine KTBL-Studie gemacht, aus der geht hervor, welchen zusätzlichen Aufwand die Schäfer haben, um die Zäune zu stellen, die Hunde zu betreuen, bis hin zu den Aufwendungen, die ihr insgesamt habt. Und da geht es nicht um eine gekoppelte Zahlung, sondern wir wollen eine Mehraufwandsentschädigung haben. Da gibt es auch eine Mehrheit, gab es eine Mehrheit im Bundesrat, die das auch akzeptiert haben, um in den Wolfseinzugsgebieten den Schäfern Geld dafür zu geben. Und da sind wir bei roundabout 30 Euro pro Mutterschaf gelandet. Da wollen wir weiter dran arbeiten. Ich hoffe, dass die Bundesministerin da mitmacht. Ihr habt ja Geld jetzt eingestellt in die GA und ich hoffe, dass wir da weiterkommen. Und was den Abschluss anbetrifft, der Verordnung, das kann ich heute Abend sagen, der Verordnungsentwurf zum Abschluss für diesen Wolf. Was habe ich auch Jürgen Lückhoff heute Morgen gesagt, glaube ich. Ja, ich prüfe das sehr genau. Das ist abgeklärt und der Wolf wird zum Abschluss freigegeben. Wir müssen es jetzt noch klären, heute Nacht mit der Landrätin. Und dann werden wir versuchen, den Burschen zu kriegen. Aber toll, dass unser Landwirtschaftsminister trotzdem hier ist, obwohl er gerade den Wolf jagen muss. Ich gehe jetzt mal in diese Ecke hier und ich gebe jetzt mal die Frage. Ja, also danke, dass diese Veranstaltung heute hier stattfindet, auch so problemorientiert. Ich denke, was uns alle bewegt, ist, dass irgendwie die Machtlosigkeit, die wir erleben, jeden Tag in einer Gesellschaft, die 30 Jahre Demokratie hinter sich hat. Das ist für mich eines der ganz großen Probleme. Wir haben es eben gehört, diese Monopolisierung. Ja, die Reichen müssen reicher werden. Und das eben Gemeinwohl geht darunter, dann die Polarisierung, die AfD auf der anderen Seite, dann für mich die Hoffnung, dass die Kinder eben im Gefühl dieser Machtlosigkeit nun sich zusammen rotten und dann die Friday for Future Bewegung haben. Ja, das sind doch Ausdruck eben von Fehlentwicklungen. So, das ist so Vorspann. Jetzt, der Klimawandel läuft, er wird intensiver, wahrscheinlich nur noch die nächsten 10 Jahre, davon bin ich überzeugt. Ich bin also Bauernsohn und Wissenschaftler und habe viel von der Welt gesehen, in allen Teilen der Erde gewesen und deshalb meine Beunruhigung, eben diese Zerstörung der Ökosysteme, eben dieses Vertrocknen, Versalzen und dann die Sintflut, das sind Dinge, die ja nicht, also die Form, die ich vor mir sehe. So, nun ganz kurz konstruktiv. Klimawandel, klimaneutrale Landwirtschaft, ein Begriff, der überall steht. So, wir haben zwei Mechanismen in unserem humiden Mitteleuropa, in unserer alten Kulturlandschaft. Das eine ist
Die Pflanzenwurzeln werden von den vielen Destruenten Humus umgebaut, also die Regenwürmer und alles, was dazu gibt. Und auf einmal reichert sich organische Substanz im Boden an. Und mein Vater, das Höchste war, den Humus zu mehren. Da war sein ganzes Denken und das mit Zwischenfrucht und Luzerne und so weiter. So, und das andere Prinzip, das wesentlich effizientere, das sind die Moore. Wir haben kurz schon gehört, also 3% der Landflächen der Erde, 33% der organischen Substanz akkumulierend. Da haben wir keinen Sauerstoff. Die Wurzeln werden zu Torf, daraus ist dann Braunkohle und Steinkohle geworden. So, das sind die beiden Kreisläufe. Und wenn wir überlebensfähig werden wollen, und gerade in Deutschland, was ja eigentlich Qualitätsland ist bei allem, was es erzeugt, müssen wir diese beiden Prinzipien der Natur begreifen. Und deshalb im Mittelpunkt unserer Böden steht eben der Humus. Und der Humus, ja, du hast es, Claudia, gesagt, das ist Leben. Der belebte Boden, jedenfalls so war ja auch in meinem ökologischen Garten, ist er voller Regenwürmer. Und dieser Boden mit diesem ungeheuren Lebensfülle und einer natürlichen Fruchtbarkeit und CO2-Senke, das muss das Ziel sein, um bei den Mooren ja, diese 300.000 Hektar, die wir haben, praktisch zu 95% eben entwässert. Das muss wieder wachsendes Moor werden, also Torf bilden, das heißt Wasser geben, Filterlandschaft werden und in dieser Landschaft, die ja alle, das Niederschlag und vor allen Dingen eben von den Äckern viel Wasser erhält, haben wir eine hohe Produktivität. Schilfröhrichte, Rohrglanzgras, Wasserschwaden. So, und das müssen wir abschöpfen. Und aus diesem Abgeschöpften können wir eben Humus erzeugen, ja, also Mulchmaterial machen. Das ist, was der Acker braucht, also Kreislaufwirtschaft. Und das sind die beiden Dinge, das muss vom Land her, und die Möglichkeiten habt ihr in Zukunft, stärker gefördert werden, also eine Humuswirtschaft aufbauen, um die Äcker zu gesunden. Und dann haben wir gesunde Böden, gesunde Nahrung, gesunde Menschen, und dann sind wir mit unseren Produkten wieder ein Qualitätsland, was man von Deutschland erwartet bei der Erzeugung von Nahrung. Also das meine Gedanken, meine Hoffnung. Vielen Dank, Soko. Ich gehe mal gleich, ich gebe mal weiter an Claudia Resthöf, weil sie ja auch gleich angesprochen wurde, ne? Ja, ich würde hierzu nur ganz kurz sagen, dass ich in diesem Punkt auch die Politik noch mal gefordert sehe, dass wirklich noch bessere Rahmenbedingungen geschaffen werden, dass sich umweltverträgliche Wirtschaftsweisen auch wirtschaftlich lohnen. Und es kam ja hier auch einmal das jetzt von dir, dass die Zeit einfach drängt. Vorhin kam einmal, uns muss Zeit gegeben werden. Sicherlich sind Veränderungen, wenn man jetzt anders wirtschaftet, konventionell wirtschaftet, Veränderungen sind gerade für uns Landwirte vielleicht nicht immer so gerade das, was wir so leicht hinnehmen. Aber ich denke, so wahnsinnig viel Zeit haben wir einfach nicht mehr. Ich hatte das mal so ein bisschen nachgeguckt, wie lange sich eigentlich die EU schon mit dem Artensterben beschäftigt oder dieses Artensterben aufzuhalten. Das fing irgendwie 1979 an mit einer Vogelschutzrichtlinie. Daraus wurde dann die Natura 2000. Man setzte sich ein Ziel, bis wann man Artensterben reduzieren wollte, Einhalt gebieten wollte. Diese Ziele wurden immer wieder auf verschiedenen Gipfeltreffen nicht vertagt, nicht eingehalten. Also es ist überhaupt keine Besserung dort in Sicht. Und deshalb denke ich, haben wir eben nicht mehr so viel Zeit, sondern müssen jetzt einfach wirklich unsere Verantwortung wahrnehmen. Also es wird ja immer viel argumentiert, ja, wir Landwirte, es kam hier vorhin auch einmal, wir strecken uns nach der Decke und so weiter und so fort. Aber wenn wir keine gesunde Umwelt haben, dann werden auch die jetzigen Bauern keine gesunden Höfe an ihre Kinder weitergeben können. Also es ist einfach so, der Verbraucher möchte es und wir brauchen es auch, wir Landwirte brauchen es ja auch selber, weil wir sonst einfach auch keine, es nicht an unsere Kinder weitergeben können. Vielen Dank. So, ich fange jetzt hier nochmal an. Endlich, ja.
Ich bin Holger Henze, ich führe einen ganz kleinen Agrarbetrieb, 20 Hektar auf der Insel Rügen. Wie Sie wissen, Herr Backhaus, deswegen die konkrete Ansprache, ist Rügen ein rotes Gebiet. Ne? In meiner Hofanlage betreibe ich eine eigene Wasseranlage, weil ich nicht vom Trinkwasser erschlossen bin. Die Trinkwasserwerte sind katastrophal. Grenzwertüberschreitungen von Ammoniak, was ja hindeutet, dass ein relativ zeitnaher Gülleintrag passiert ist. Ich thematisiere hier auch gerne nochmal, weil Sie vorhin gesagt halt haben, wir tun hier unwahrscheinlich viel in Mecklenburg-Vorpommern für Biolandbau, für kleine Betriebe. Ich erlebe es halt ein Stück anders. Ich erlebe Seilschaften, und ich benenne es Seilschaften, zwischen der Landgesellschaft, die Flächen hier in Mecklenburg-Vorpommern für das Land verteilen und bewirtschaften, und den großen Agrargesellschaften. Ich bin in einer Hoflage in Saalkow, das ist hier mein Hof. Ringsrum sind diese Flächen, die schwarz angeschrieben sind, 78 Hektar in diesem Jahr frei geworden. Sie werden weiterhin von konventionellen großen Agrarbetrieb bewirtschaftet, und ich erlebe jeden Tag nicht jeden Tag, aber sehr, sehr oft, wie die Giftspritzen ringsrum um unseren Hof halt fahren. Und ich habe eben schon die Trinkwasserproblematik halt angesprochen, die ich auf den Hof halt habe. Ne? Und ich erlebe es eben nicht alles easy, alles in Butter, sondern die Kleinen haben null Chance, halt hier als Betriebe an Flächen halt ranzukommen und müssen unwahrscheinlich kämpfen, um sich da durchzusetzen. Kann ich so nicht stehen lassen. Geht nicht. Weil es gibt eine ganz klare Ansage, wir haben im Land, auch dafür habe ich im Übrigen gekämpft, knapp 90.000 Hektar, die dem Land Mecklenburg-Vorpommern gehören. Und es gibt eine ganz klare Ansage, dass Flächen, die frei werden, werden ausgeschrieben. Das würde ich nachher gerne mit Ihnen nochmal bereden. Flächen, die frei werden, werden ausgeschrieben. Da gibt es ein Punkte- und Bewertungssystem. Ökolandbau steht an erster Stelle. Junglandwirte mit jeweils 50 Punkten. Wenn die beiden Kriterien zutreffen, ist schon das meiste erreicht. Und dann kommt die Frage nach Veredelung. Wir brauchen Veredelung im Lande. Wir wollen arbeitsintensive Kulturen in diesem Lande weiter fördern. Und ich bin auch dabei, im Übrigen zurzeit diese Kriterien zu überarbeiten, weil ich auch der Auffassung bin, die Zeit ist reif, die landeseigenen Flächen, und da werden wir dann auch mit dem Finanzministerium darüber reden müssen, eben auch für ökosystemare Dienstleistungen bereitzustellen. Das heißt, ein Anteil, mir schwebt vor, um die 10% von den 90.000 Hektar, 10% wären 9.000 Hektar, für Ökosystemdienstleistungen bereitzustellen. Das heißt eben, wenn man so will, Biodiversitätsbrücken zu bauen, unter anderem an den Gewässerläufen quasi mehr an Biodiversitätsmöglichkeiten, Klimaschutz und fürs saubere Wasser zu tun. Also ich bin ich wirklich allergisch. Und sich pauschal hinzustellen und zu sagen, ich habe jetzt an meinem Hof tatsächlich Nitrateinträge oder Ammoniakeinträge, das müssen wir uns anschauen. Ich lasse zurzeit, das wissen Sie auch, im gesamten Land sämtliche Wasseruntersuchungsmöglichkeiten aufzuzeigen. Das heißt nicht nur die Messstellen, die 380, die wir selber haben, sondern auch sämtliche Messstellen, die durch Brunnenbetreiber wie Sie oder letztendlich wird das ja auch überprüft, aber auch die Trinkwasserbeschaffungsverbände, da haben wir hier ja auch schon eine spannende Diskussion gehabt. Ich will die gesamten Daten zusammentragen, sodass wir dann einen noch besseren Überblick über die reale Situation haben. Eins ist vollkommen klar, das ist so. Der erste Grundwasserleiter, der im Durchschnitt bei 8 bis 12 Metern liegt, auch ein bisschen differenziert unterschiedlich im Lande, da haben wir ein echtes Problem. Da haben wir Nitrat oder andere
Stoffe, die wir finden mittlerweile im Grundwasser. Das ist im Übrigen nicht nur allein von der Landwirtschaft verschuldet. Wir finden auch Diclofenac und verschiedene andere Sachen. Wir finden alles. So. Und was die Förderung des ökologischen Landbaus anbetrifft, natürlich kann man immer wieder sagen, wir müssen noch mehr machen, wir müssen noch mehr machen. Aber ich will auch mal ausdrücklich sagen, das Land Mecklenburg-Vorpommern, wir hatten einen Plan und daran halte ich mich auch, weil wir strategisch auch arbeiten müssen. Unser Ziel war, auf die 150.000 Hektar zu kommen. Wir sind heute bei 176.000 Hektar. Das bedeutet auch, dass der Steuerzahler des Landes Mecklenburg-Vorpommern nicht 160 Millionen in dieser Förderperiode bereitstellt für den ökologischen Landbau, sondern etwas über 180 Millionen Euro. Ich finde, das ist gut angelegtes Geld, weil wir mehrfach Nutzen haben. Wir werden auch versuchen, auch im Übrigen die Diskussion erste, zweite Säule dazu zu führen. Ich kann mir vorstellen, dass wir den Ökolandbau in die erste Säule integrieren, mit dem Ziel, auch das langfristig abzusichern und damit auch Ihnen weiterzuhelfen. Und was ich auch gerne möchte, ist, dass wir, und daran arbeiten wir auch sehr intensiv im Lande, dass wir die Vernetzung der Direktvermarkter und letztendlich damit auch diejenigen, die noch mehr Initiativen zeigen, dass wir die bündeln und letztendlich damit auch dafür zu sorgen, dass zwischen Stadt und Land eben diese neue Art der Symbiose entsteht. Da sind wir ziemlich gut auf dem Weg, wenn Sie die Hofkarten sich mal angesehen haben und was wir da auch jetzt an Initiativen in den letzten Jahren auf den Weg gebracht haben. Da wäre ich schon interessiert daran, auch weiterzukommen. Was die Arten anbetrifft, auch das will ich nur noch mal kurz sagen. Also manchmal glaube ich auch, man muss sich auch noch ein bisschen tiefer damit auseinandersetzen. Ich nehme zur Kenntnis, dass wir Arten haben, wo wir europaweit, im Übrigen europaweit, wenn ich mal den Seeadler nehme, da sind wir europaweit in der Verantwortung. Ja? Und wir haben ein Ansteigen dieser Population, wo andere uns beneiden, muss man auch mal sagen dürfen. Wenn ich mir ansehe, was wir an Kranich 70.000, 80.000 Kraniche, die jetzt eingeflogen waren, ja, wo wir eine ganz stabile Population in diesem Lande haben. Oder wenn ich den Biber, der Biber war ausgestorben, den gab es nicht mehr in Mecklenburg-Vorpommern. Er ist flächendeckend wieder da. Manche sagen, wir haben zu viele, andere sagen, ist doch toll, dass er wieder da ist und letztendlich im Üren, im Moorschutz auch mithilft. Oder wenn ich auch Fischarten nehme, die ausgestorben waren. Wir haben den Stör zurückgebracht. Das ist ein Programm, das wir auf den Weg gebracht haben. Oder die Meerforelle, die gab es nicht mehr in der Ostsee. Also man muss auch mal sagen dürfen, wir haben auch für den Insektenschutz oder auch für die Artenvielfalt, natürlich auch mit den Großschutzgebieten, hier eine immense Leistung erbracht. Und das Letzte, was ich noch mal sagen möchte, ist, das muss man auch immer wieder denjenigen sagen, die aus den älteren Ländern kommen. Mecklenburg-Vorpommern hat wie die neuen Länder insgesamt, wir haben im Milchviehbereich, das werden Sie nachvollziehen können, 60% des Bestandes abgebaut. Die sind nicht mehr da. Oder wir haben auf der anderen Seite die Leistung seit 1990 um 100%, egal wie man dazu steht, aber auch Sie in Ihrem Betrieb haben die Milchleistung ja doch relativ stabil entwickelt. Ja? Wenn man sich das anschaut, was wir auf dem Feld und auch im Stall an Leistungsentwicklung in diesen 30 Jahren durchlaufen haben, wenn man das umrechnet im Übrigen auch in Richtung CO2, dann haben wir im Übrigen aus der Landwirtschaft heraus den CO2-Äquivalentwert halbiert. Das müsst ihr in den älteren Ländern erstmal erbringen. Und deswegen muss ich nochmal sagen, wenn man mit Fingern so auf die neuen Länder manchmal zeigt und man muss da noch viel mehr machen und ich weiß nicht was alles, ich glaube, auch mit Fakten und wissensbasierten Aussagen die Aussage zu treffen, der Osten ist das ökologische Rückgrat mittlerweile der Bundesrepublik Deutschland geworden. Ja, und ohne die deutsche Einheit hätte man im Übrigen auch die Ziele, die die Bundesrepublik Deutschland sich gestellt hat, in den nächsten 200 Jahren noch nicht erreicht. Weil wir hier die Deindustrialisierung, ja selbstverständlich ist das so, weil ja die Deindustrialisierung hier stattgefunden hat und letzten Endes natürlich auch dieser massive Abbau der Landwirtschaft stattgefunden hat und weil wir auch sehr, sehr viel für Natur- und Umweltschutz uns getan haben. Deswegen fordere ich im Übrigen seit Jahren nicht politisch, aber in der Sache orientiert, einen grünen Finanzausgleich, weil wir mehr Leistung erbringen als andere Bundesländer für diesen Bereich. Auch darüber muss man mal reden dürfen, ja? Ja, okay, danke schön. Ich lasse noch zwei Fragen zu. Gerne von Ihnen eine und eine aus der Mitte. Sie hatten sich auch schon lange gemeldet, dann sind Sie dran, bitte schön.
Ja, guten Abend, Marion Wendt, Bauernverband der Minen. Ich glaube, im Grunde sind wir uns hier gar nicht so sehr unterschiedlich mit den Meinungen auseinander. Die Antwort, die ich eigentlich vermisse von Ihnen, Herr Spiering, auch von Herrn Backhaus, wir reden letzten Endes über das Geld. Und wenn wir mehr Leistung erbringen wollen, unsere Landwirte, dann muss es auch bezahlt werden. Sie haben von Herrn Spiering sehr eindeutig selbst die Antwort geliefert, warum das nicht funktioniert ohne Subventionen, weil es nämlich diesen Freihandel sonst nicht gäbe. Und wir können zu diesen Standards nicht für Nulltarif produzieren. Das heißt, der Landwirt bleibt mehr oder weniger auf der Strecke. Und es mutet schon ein bisschen vermessen an. Entschuldigen Sie, wenn ich das jetzt so sage. Wenn Sie sich im Bundestag hinstellen und sagen, 4,50 Euro Umschichtung pro Hektar sind nicht viel. Und wir hören hier heute 6,50 Euro Stundenlohn. Und ein Bundestagsabgeordneter erhält automatisch 3% Diätenerhöhung. Dann liegen für mich da Welten zwischen. Ich glaube nicht, dass das jetzt zielführend ist, die Art und Weise darüber zu diskutieren. Aber wir möchten eine Antwort haben auf die Dinge, wie wird das letzten Endes bezahlt. Und da hilft uns nicht linke Tasche, rechte Tasche. Und wenn hier gesagt wird, bis jetzt haben wir nur die Nachteile oder die Mehraufwendung bezahlt bekommen für die Mittelmaßnahmen in der zweiten Säule. Mit der zweiten Säule muss man auch Geld verdienen dürfen. Und das fehlt im Moment. Und wenn wir mehr Umweltschutz wollen, und ich glaube, darüber sind wir uns alle einig, und ich kenne Aussagen von Landwirten, die sagen, wir machen alles, wenn es sich dann rechnet. Und letzten Endes sind Landwirte Unternehmer, und Unternehmer unternehmen auch was, und das tun sie, und auch Marktfruchtbetriebe unternehmen was, und auch Marktfruchtbetriebe zahlen in der Regel mehr als Mindestlohn, nur das mal so im Hinterstübchen. Und sie zahlen Steuern, danke für den Hinweis, sehr gut. Aber die Antwort hätte ich heute noch gerne. Wie Sie sich das vorstellen, wo die Mittel herkommen. Dann nehmen wir noch die letzte Frage auf. Vielen Dank, Jürgen Lückhoff vom Landesschafzuchtverband. Ich habe zwei Fragen an die beiden Abgeordneten und möchte aber vorher noch zwei, drei Sachen klarstellen. Herr Spiering, es gibt 22 Länder, die für die Schafe Kopplung haben. So. Man kann manchmal auch den Zahlen vom Bauernverband trauen. Und so, das ist das eine. Zweitens, wenn man Kopplung beantragt, wenn ein Mitgliedstaat Kopplung beantragt, muss er mindestens 3 strenge Voraussetzungen dafür muss für die Kopplung erfüllen. Das ist so ähnlich, als wenn jemand Wohngeld oder früher war Sozialhilfe beantragt hat. Ist ja verständlich, man muss den Bedarf nachweisen. Der trifft für die Schafhaltung in Deutschland zu. So. Was hier fehlt, ist ganz einfach eine politische Entscheidung. Man hat Angst davor, dass andere Sektoren aus der Landwirtschaft das gleiche Problem anmelden. Ich kann das nicht beurteilen, ob zu Recht oder nicht. Da kann ich nicht beurteilen. Aber das ist der Grund, warum die Kopplung gebremst wird aus meiner Sicht. So, das ist das eine. Das zweite, Sie haben gesagt, dass der Bund im Haushalt Gelder für Herdenschutzmaßnahmen vorsieht. Weiß ich noch nicht, was ich davon halten soll. Wenn das für laufende Kosten ist, Ingo hat vorhin den Arbeitslohn angesprochen, wenn das für die Zusatzarbeit ist, die mit dem Wolf verbunden ist und für die Unterhaltskosten, die die Herdenschutzhunde kosten, Herdenschutzhunde 1.500 bis 2.000 Euro im Jahr, so ein größerer Schäfer setzt 6 bis 8 Hunde ein. Das muss er erstmal, die Kohle muss er erstmal erwirtschaften, die man da reindrückt. So, wenn das dafür gedacht ist, dann ist das gut. Wenn es aber dafür gedacht ist, Zaunmaßnahmen oder für investive Maßnahmen, dann muss ich sagen, haben wir in Mecklenburg-Vorpommern davon keinen großen Gewinn. Jetzt muss ich, kann ja mal passieren, jetzt muss ich den Minister mal loben. Ja, Mecklenburg-Vorpommern, wir waren dieses Jahr sauer, weil die Förderrichtlinie 11 Monate hat auf sich warten lassen. Aber wir waren lange Vorreiter. Ich habe so ein bisschen Überblick über die anderen Bundesländer auch in Sachen Herdenschutzmaßnahmen etc. Mecklenburg-Vorpommern war lange, und ich wünsche Ihnen natürlich, dass Niedersachsen davon profitiert, lange Vorreiter in Sachen Förderung für Herdenschutzmaßnahmen. Das muss man anerkennen. So, und insofern weiß ich nicht, ob, wenn der Bund das jetzt auch bringt, über GHK oder was weiß ich, ob uns das weiterhilft. So, und jetzt, bevor ich sofort gleich auf die Fragen komme, Herr Minister, ich sag mal, unser
kleiner Disput, den wir in den letzten 24 Stunden hatten, der dürfte jetzt 1:1 stehen. Hat dann nicht geklappt. Der Vorwurf an uns, wir sollten was sich um unsere Schafe und um die Sicherheit kümmern. Wir haben 250 Mitglieder in unserem Verband im Land. Die Tierseuchenkasse hat 4.100 Schafhalter im Land gezählt. Unsere Leute werden von uns informiert. Wir haben vor 3 Jahren Seminare gemacht, Zaunbauseminar, Herdenschutzhunde-Seminar. Wir haben jetzt im November noch wieder ein Seminar, damit wir da mehr machen können, damit unsere Leute informiert sind. Und ich glaube, wenn wir beide mal drüber nachdenken, dann kommen wir auch noch darauf, wer vor 3 Jahren dem Minister einen Text zum Grußwort vorgelegt haben, als der Schafzuchtverband angeregt, ne, dass wir die anderen auch mal erfassen. Also wir hauen rein. Wir wollen ja, dass unsere Tiere leben. Wir leben von, aber auch für unsere Tiere. Also insofern sollte man das schon klarstellen, dass wir erreichen die anderen aber nicht. Wir wollen auch nicht, dass die anderen den Wolf anfüttern, aber die erreichen wir eben nicht. So, und jetzt komme ich zum Punkt, meine Bitte an die beiden Abgeordneten. Aber Ihre Kollegin darf ich mit einbeziehen, die Gastgeberin, okay? Und zwar geht es um Folgendes. In der Koalitionsvereinbarung ist das Thema Wolf erwähnt. Sie beide haben gesagt, Sie haben in der Koalitionsvereinbarung mitgearbeitet. Unsere Ministerpräsidentin, Ihre Landesvorsitzende, hat letztes Jahr in Dömitz ganz stolz gesagt, dass sie sich dafür eingesetzt hat, dass der Wolf in die Koa-Vereinbarung gekommen ist. Was da drin steht, ist bisher noch nicht umgesetzt. Ich habe bei Ihnen genauso viel Hoffnung, wie ich in Juri Löw habe. Die zweite Halbzeit bringt es manchmal noch. Also bitte sorgen Sie dafür, dass die, ehrlich, da geht's darum, dass bei der EU endlich geprüft wird, ob der Erhaltungszustand erreicht ist. Das bringt uns einen Schritt weiter. Das ist das eine. Und das andere ist, aktuell liegt im Bundestag das Bundesnaturschutzgesetz vor. Bitte setzen Sie sich auch da dafür ein, dass die FFH-Richtlinie 1:1 umgesetzt wird, wie in vielen anderen Mitgliedstaaten. Das bringt uns auch einen Schritt weiter. Das rottet den Wolf in Deutschland überhaupt nicht aus. Aber es ist eine Hilfe, um eingreifen zu können. Wenn Sie das erledigt haben, dann können wir mal gucken, dann steht bald wieder ein Wahltag an. Ja, ich würde jetzt noch eine letzte Wortmeldung zulassen. Also jeder darf ja hier was sagen und ich habe auch ein wirklich großes Anliegen. Mein Name ist Fritz Fischer, ich komme aus Stralsund und ich vertrete ungefähr 20 Erzeuger, Züchter und Vereine aus Vorpommern. Also mein Thema ist irgendwie die Menschen, wie Sie vorhin sagten. Also wie kriegen wir eine Solidarität hin? Weil einerseits geht es ja darum, wir wollen nicht alles ausnutzen und wir müssen irgendwie gucken, dass wir trotzdem Absatz haben. Wir wollen diese Großen nicht unbedingt, dass die Großen immer das Geld verdienen, sondern die Kleinen. Also wir sind im Moment damit beschäftigt, eine Art Genossenschaft aufzubauen oder einen Verbund, also Verbünde aufzubauen, Erzeugerverbünde. Wir haben gerade eine Schlachtungsinitiative gegründet, um in Vorpommern dezentral vielleicht unterschiedliche Schlachtorte aufzubauen. Und ich war vor 2 Jahren bei Ihnen. Und Herr Kachel hat gesagt, helfen Sie uns, fördern Sie uns. Wir haben gerade einen Interreg-Antrag geschrieben, weil wir auch Kohle brauchen, natürlich. Wir haben keine Komplementärmittel. Herr Kachel hat gesagt, geht zur NUE-Stiftung, das ist Bingo, also für dieses Thema. Und die haben uns natürlich auch nicht genommen. Also es ist so, es sind so viele Ansätze. Herr Suko sagt, die Böden, das ist wichtig. Sie sagten Solidarität. Also es geht nicht, dass wir hier immer exportieren und in Afrika können sie ihre originalen Böden nicht mehr bewirtschaften und so weiter und so fort. Also wir haben so viele große Probleme und jeder von uns hat ein eigenes Interesse. Mein großes Thema ist, wir müssten im Prinzip viel komplexer diesen Sachverhalt bearbeiten und es nutzt auch nichts, wenn wir 70 Millionen investieren in eine Online-Plattform, wenn uns gerade mal 150.000 Euro fehlen, um für uns in ganz Vorpommern ein Marketingkonzept zu entwickeln für unsere Erzeuger, weil dieses Geld, das wäre super angelegt, das könnte uns allen was nutzen und wer bestimmt eigentlich was schlussendlich, wo geht das Geld hin, das ist mein Interesse und das wollte ich nochmal loswerden. Übrigens, die Pommern-Arche, das ist das Roll-Up-Display, was am Ausgang
steht, damit Sie Bescheid wissen. Gucken Sie mal auf unserer Website. Claudia gehört auch dazu. Wie ich kenne, alles klar. So, jetzt gehen wir noch in die letzte Antwortrunde. Wer fängt an? Ich fange gerne an. Also ich fange mal bei Ihnen an. Also ich glaube schon, dass wir diese Initiativen weiter fördern müssen. Ich gehe davon aus im Übrigen, dass wir in der neuen Förderperiode Lieder wieder haben werden. Ich glaube, wir haben Lieder in an der einen oder anderen Stelle hier auch immer wieder gefördert. Und ich glaube schon, dass dieser Ansatz richtig ist. Da können wir auch relativ hoch rangehen. Ich versuche mich auch durchzusetzen, dass wir noch zusätzliches Geld bekommen. Es sind allein jetzt in dieser Förderperiode 85 Millionen Euro gewesen, die wir in die Region gegeben haben. Und da sind tolle Projekte draus geworden. Wir wollen gerade auch solche Verbundsysteme weiter voranbringen. Und die Initiative Schlachthof, ich hoffe, dass wir wirklich weiterkommen. Ich wünsche mir das sehr. Im Übrigen war ich immer ein Verfechter, dass wir in Vorpommern etwas brauchen, anstatt diese Riesenschlachthöfe, die sind auch vor meiner Zeit entstanden. Ich habe damals schon gesagt, dass ich das nicht für richtig halte, reine auf Export und Massendurchsatz auf 11.000 Schweine die Woche dort zu schlachten, sondern dass wir angepasste Zerlegung und Schlachtung brauchen für die drei Gattungen Rind, Schwein und Schaf. Und da müssen wir nochmal wieder hin. Und ich glaube, dass das auch eine Riesenchance ist mit den regionalen Schlachtereien. Ich bin gestern gerade auch mit dem Fleischerhandwerk oder auch mit den Bäckereien wieder. Das wird eine Renaissance geben, da bin ich mir ganz sicher. Die Leute besinnen sich auf Regionalität, auf Bio. Ich glaube, dass Regionalität noch stärker wird als Bio. Das ist meine feste Überzeugung. Und da müssen wir weiter gemeinsam dran arbeiten. Und da wollen wir auch helfen. Und da spielt im Übrigen Buhle auch eine ganz gute Rolle. Wir sind ja die Einzigen in Deutschland, die auch das Buhle-Programm mitfinanzieren. Und da sollten wir auch nochmal gucken, ob wir Buhle-Programm heißt das, Bund-Länder-Investitionsprogramm, ob wir da nicht nochmal eine Lösung mit gemeinsam finden. Und im Übrigen auch die Initiative, es gibt ja super Initiativen in diesem Land. Ich weiß nicht, wer das kennt, die solidarische Landwirtschaft. Also ich habe mir das sehr genau angeguckt, auch wir machen ja einmal im Jahr die Biolandpartie. Das ist wirklich klasse, wo sich Familien zusammenschließen und dann einen Landwirtschaftsbetrieb unterstützen. Im Gemüsebau kann man sich in Rostock hervorragend anschauen, solche Initiativen weiterzuentwickeln zwischen Stadt und Land und dann zu stabilen auch Absätzen zu kommen. Über solche Dinge müssen wir weiter dringend reden und das müssen wir auch weiter vorantreiben. Also, da bin ich wirklich absolut an Ihrer Seite und da auch insgesamt der Landwirtschaft weiter zu helfen. Das Thema ja auch nochmal mit den Schafen angesprochen worden. Also wir werden uns das sehr genau angucken, Jürgen, und egal, bleib für dich, Till, und das ändert sich auch nicht. Aber ich bitte auch darum, wenn mir vorgeworfen wird, und da bin ich natürlich allergisch, ich weiß nicht, welcher Minister so transparent ist, wir sind 7 Tage die Woche unterwegs und wenn du nur immer Nackenschläge kriegst und dann auch mal eine Sache in Ruhe zu durchdenken und ein bisschen auch abzuwägen, weil es muss auch eine Plausibilität und wir brauchen Rechtssicherheit bei solchen Maßnahmen. Da war ich heute Morgen schon ein bisschen angefasst. Das muss man auch mal verstehen. Und wenn dann auch ein öffentlich-rechtlicher Rundfunk denn solche Sachen da in die Luft posaunt, ich muss ganz ehrlich sagen, heute Nachmittag ist das sehr vernünftig rübergekommen, wie das läuft und was wir hier leisten müssen. Ja, ich weiß das alles, da kann ich nur eins sagen, mit solchen Tiraden, die denn da losgehen, damit ist uns überhaupt nicht geholfen. Und wenn wir dann Leute auf den Plan rufen, ja, ich habe nichts gegen Tierschützer, überhaupt nicht, ich bin selber einer. Aber mit Peter habe ich nichts am Hut, mit diesen Leuten habe ich nichts am Hut. Das sind militante Leute, die gegebenenfalls uns noch mehr Ärger machen als alles andere. Und deswegen möchte ich nochmal darum bitten, wir müssen tatsächlich auch zwischen der Landwirtschaft, ich habe es ja hier immer wieder gesagt, zwischen der Landwirtschaft, der ländlichen Räume und auch der Gesellschaft, wir brauchen einen Mindestkonsens. Wenn uns das nicht gelingt in dieser Gesellschaft, dann läuft uns das weiter auseinander. Da kann man Maximalforderungen in den Raum stellen, ist gar keine Frage. Und ich stehe auch zu der Aussage, was die Mutterschaftprämie anbetrifft. Das will ich nochmal ausdrücklich sagen, aber nicht als gekoppelte Zahlung, sondern als Mehraufwand für diejenigen, die in den Wolfsgebieten sind. Und da möchte ich dann auch nochmal ausdrücklich sagen, ohne dass ich in die Länge ziehe, warum will der Süden das nicht? Warum? Weil sie keine Wölfe haben. So, das würde nämlich bedeuten, dass wir eine Art von Umverteilung bekommen
dass nämlich die neuen Bundesländer von Thüringen runter betrachtet, ja, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein hat einen Wolf gehabt, ein Wolf. Und da haben die was für ein Theater gehabt. Wir haben das doch relativ gut im Griff. Das muss man doch der Ehrlichkeit halber auch mal sagen. Warum? Weil wir miteinander reden und nicht übereinander. Warum haben wir mit der Jägerschaft? Die Jägerschaft wird das Problem versuchen zu lösen in diesem Land. Ja? Auch da kann ich nur sagen, ein Glück, dass wir hier eine Art der vernünftigen Zusammenarbeit haben und auf Augenhöhe miteinander reden. Und nur so schafft man Lösungen. Und insofern will ich nochmal versuchen, auch in der Planag, in den Planag-Gesprächen dann zu versuchen, im Übrigen auch eine zusätzliche Unterstützung für die ökologische Landwirtschaft oder für die Agrarumweltmaßnahmen. Ich bin zum Beispiel der Auffassung, in den FFH-Gebieten, das will ich auch ausdrücklich nochmal an die Landwirtschaft sagen, in den FFH-Gebieten, da wissen wir heute aus dem Franz-Projekt, der ein oder andere wird wissen, was Franz bedeutet, da braucht die Landwirtschaft um die 1.000 Euro pro Hektar Ausgleich. Bitteschön. Denn muss die Forderung sein, dass wir in den FFH-Gebieten, wo diese Maßnahmen dann stattzufinden haben, dass dann diese 1.000 Euro bezahlt werden. Das werden wir versuchen, auch auf den Weg zu kriegen. Da erwarte ich auch Unterstützung, die 100 Millionen, wenn wir das, die Refugien in diesen Gebieten haben. Und da sind sie. Dann muss es uns wert sein, der Landwirtschaft das an die Hand zu geben. Da bin ich mir ziemlich sicher im Übrigen, dass die Landwirtschaft darauf anspringt. Sie wird dann sagen, okay, dann setze ich keine Pflanzenschutzmittel mehr ein. Oder, ja, zusätzlich. Die kommen oben drauf. So, da wissen wir heute, was die Landwirtschaft dann an, und das ist ja, sind ja die Ökosystemdienstleistungen. Ihr sollt, das ist meine persönliche feste Überzeugung, man muss in der Landwirtschaft genauso wie Mercedes, BMW oder VW, Entschuldigung, man muss auch mit seinem Produkt Geld verdienen können. Und das ist auch eine Art von Ökologisierung, das wird von der Gesellschaft anerkannt. Und zur Automobilindustrie will ich noch Folgendes sagen, ja, dass heute die Dinger in Wolfsburg oder was weiß ich, wo zusammengeschraubt werden. Das Lenkrad kommt aus China, das wissen wir doch alle. Die Motoren kommen aus Rumänien oder Ungarn, aber die Wertschöpfung wird dann hier betrieben. Und das gleiche Prinzip müssen wir umdrehen. Wir müssen der Landwirtschaft die Chance geben, mit diesen Umweltleistungen plus mit diesen Lebensmitteln, darüber redet ja gar keiner mehr, mit den Lebensmitteln und mit den Agrarumweltmaßnahmen, mit den Umweltleistungen dann auch Geld zu verdienen. Dann wird im Übrigen das Image wieder aufpoliert. Ja? Wer an jedem, das ist doch so, an jeder Kuh, die irgendwo ihren Placken hinlegt, ja, hängen über 1.000 verschiedene Arten. Über 1.000 verschiedene Arten. Eigentlich muss jeder Mutterkuhhalter muss noch eine Prämie extra bekommen für Humuswirtschaft, für Artenvielfalt und letzten Endes damit auch für das Stückchen Kultur, das wir noch haben. Darüber redet ja auch keiner mehr. Und deswegen nochmal, die Landwirtschaft muss ein Stückchen raus aus der Nische. Ich glaube, dass wir das hier relativ gut beweisen. Und wir müssen auch erkennen, dass wir die Leistungen, die von uns abverlangt werden, die müssen wir erbringen, aber wir erwarten von der Gesellschaft dann auch Gegenleistung. Und da kann man nicht nur reden, sondern da muss dann auch gehandelt werden. Ja, ich versuche mal das Ende zu machen. Die Erfahrung, die ich gemacht habe, ist, dass ich bin ja ehemals aus dem Bildungsbereich gekommen und habe immer gedacht, Junge, die Föderation ist in Sachen Bildung schwierig. Nichts ist so schwierig in der Föderation wie Landwirtschaft. Das heißt, die unterschiedlichen Interessen sind gewaltig. Es ist hier eben angesprochen worden, FFH-Richtlinien. Wir haben bei uns mit den Landwirten wegen Einführung der FFH-Richtlinien so viele Probleme gehabt, dass es im ganzen Landkreis geklappert hat. Und so sind das eben sehr unterschiedliche Bedingungen, das muss man akzeptieren. Sie haben das eben angesprochen und Sie wirkten auch sehr angefasst und deswegen möchte ich das gerne nochmal aufnehmen. Also wir haben 4,50 Euro pro Hektar genommen. Ich habe dann übrigens auch noch gerechnet, das sind 0,045 Cent pro Quadratmeter. Und das hat Sie offensichtlich erzürnt. Es geht nicht um nett. Es geht auch nicht um Äpfel und Birnen vergleichen. Sondern es ging darum, darzustellen, welche Größenordnung das hat. Das heißt, wir haben von 4,5% auf 6% umgeschichtet. Und das hat pro Hektar eine Auswirkung von 4,50 Euro gehabt. Nicht mehr und nicht weniger, das sind nackte Zahlen. So, und das, was Till Backhaus eben angesprochen hat, ist ja die Frage, kriegen wir es hin, für nachhaltige Leistungen aus den EU-Fördermitteln mehr Geld zu bekommen? Ich bin der Meinung, das sollten wir tun. Und ob wir das erste Säule oder zweite Säule machen,
der Vorschlag, das in die erste Säule zu packen, Nachhaltigkeitsmaßnahmen, völlig in Ordnung. Wichtig ist nur, dass wir dazu kommen, dass wir die Gelder für die Landwirtschaft so verwenden, dass wir einen Einklang hinbekommen. Und das ist ja auch in Ihrem Interesse. Das heißt, wir müssen Gesellschaft versöhnen. Und mit unversöhnlichen Argumenten wird das nicht besser. Ich glaube, dass die Frage von Marketingkonzepten eine sehr große Rolle spielt. Oh nee, eins wollte ich auch noch loswerden. Ich finde in so einem Zusammenhang, wenn man sehr erbost ist, den Bundestagsabgeordneten mit seinen 3% Diätenerhöhungen anzusprechen, da kann man trefflich drüber streiten, ob das der richtige Weg ist. Aber das ist Ihnen überlassen, ich will das auch gar nicht bewerten. So, dann bei der Frage der Regionalvermarktung, da tut es mir auch total leid, dass hier Frau Rostöft nicht wesentlich stärker zum Einsatz gekommen ist. Weil ich nämlich glaube, dass das ein Teil der Lösung ist. Landwirtschaft ist ein sehr komplexes Lösungsfeld und meine Lebenserfahrung sagt mir, du kommst am besten klar, wenn du die ganz, ganz großen Spitzen abbaust. Und wenn wir in dem Bereich der Regionalvermarktung alleine rund um die großen Städte besser würden, Solawi ist übrigens ein interessantes Beispiel dafür und wir fördern mittlerweile auch Solawi, aber nicht indem wir ihnen Geld in die Hand drücken, sondern indem wir ihnen Infrastruktur zur Verfügung stellen. Und die sind da übrigens auch sehr gut mit zufrieden. Die wollen übrigens auch, gerade Solawi, nicht mehr Geld aus der Direktzahlung. Die wollen Hilfe vom Staat, um ihre Idee zu transportieren. Das sind zum Beispiel Fragen von Marketing oder Vernetzungseinrichtungen oder Mitarbeiter in Büros, die sie bezahlen können, damit sie ihre Idee transportieren können. Ja, das mache ich total gerne. Total gerne. Weil das ist ein Einsatz mit Menschen, für eine gute Sache. Und nicht Geld in Grund und Boden. Also da treffen Sie bei mir immer den Richtigen, das so zu machen. So, und deswegen glaube ich, dass wir die gesamte Frage von regionaler Vermarktung, und da müssen wir das müssen wir auch wirklich mal zu Ende denken. Regionale Vermarktung bedeutet tatsächlich, dass ich die Schlachtungssysteme grundsätzlich auf dem Prüfstand stehe. Wir haben im Moment in Deutschland 4 Großschlachthöfe. Vion, Westfleisch, Danish Crown und Tönnies. Und wir müssen dazu in der Lage sein, wieder kleine Schlachthöfe in die jeweiligen Regionen zu bringen. Und da bin ich auch sofort dabei, sowohl über Bundesbaurecht, als auch über die Frage, wie kriegen die Hygienestandards hin, das möglich zu machen. Und auch da Förderprogramme zu machen, selbstverständlich. Weil das bringt uns auch die Menschen wieder näher an den Hof. Wir haben da exzellente Erfahrungen. Und damit kriegt man auch Produktionsspitzen runter. Und wenn Sie, ich finde das ja ein wunderbares Beispiel, ich habe das auch auf dem Solawi-Hof gesehen, auch die direkte Produktion mit eigener Butter, eigenem Käse, eigenem Fleisch, ja, das kriegst du so im Laden nicht zu kaufen. So, das heißt, du hast ein ganz anderes Geschmacksempfinden. Und dann macht auch das Essen viel mehr Spaß. So, und das zueinander zu bringen, das ist doch eine tolle Sache. Und das, finde ich, müssen wir deutlich mehr fördern und das können wir auch mehr fördern, jenseits der GAP. Und lassen Sie mich eine Zahl zum Ende wiederholen. Ich habe sie jetzt rausgesucht. Wir haben im Haushalt stehen für den Moorschutz erstmalig 168 Millionen Euro. Und da ich weiß, welche Länder hauptsächlich betroffen sind, weiß ich auch, dass Mecklenburg-Vorpommern mit seiner 300.000 Hektar Moor, weiß Gott, nicht schlecht bei aussehen werden. Und ich glaube, dass das gesamte Klimaschutzprogramm der Bundesregierung, das auch sauber durchfinanziert ist, ein Schritt nach vorne ist. Aber ich kann nur dazu appellieren, lassen wir uns das gemeinsam machen und ich glaube, wir kommen auch nicht weiter, wenn wir den Gegenüber stigmatisieren und sagen, du machst alles falsch. Vielleicht auch mal darüber nachdenken, aus welchen Gründen der Gegenüber oder die Frau es macht und dann versuchen, aufeinander zuzugehen. Und bitte lassen wir uns den Halt in der Gesellschaft zusammenhalten. Das ist das, was diesen Staat wirklich stark macht. Und deswegen finde ich auch, hat Landwirtschaft genau wie alle anderen Wirtschaftsbereiche seinen Zweck in dieser Gesellschaft, seine Aufgabe in dieser Gesellschaft und sie muss es einvernehmlich mit der Gesellschaft machen. Dann geht es der Landwirtschaft auch gut. Herzlichen Dank. Ja, Frau Steffen, die Landwirte hier aus Ihrem Wahlkreis, wir haben das Problem, dass wir einerseits gerne etwas mehr gehört werden möchten. Herr Sperling hat das schon eben gesagt, miteinander.
kommt doch bitte, die Politik nehmt uns mit. Und nicht über uns, sondern mit uns. Und wir haben im Augenblick, ehrlich gesagt, Angst. Wir haben Angst um unsere Betriebe. Wir möchten gern weiterhin, nicht nur wir, sondern wir möchten auch, dass unsere Kinder unsere Höfe hier noch weitermachen können. Und das brennt uns im Augenblick, und das können wir mit dem Agrarpaket, so wie es im Augenblick ist, sehr schwer nachvollziehen, dass wir unseren Kindern mit gutem Gewissen unsere Höfe übergeben können. Und das möchten wir gern. Wir möchten mir ohne Bauchschmerzen sagen, mach doch bitte den Hof weiter, erhalte ihn. Frau Resthöf hat vorhin so die schönen Ausführungen gemacht. Wir könnten alle mehr Bio machen. Ich habe umgestellt auf Bio. Ich bewirtschafte mittlerweile einen biologischen Betrieb. Ich hätte mir von Ihnen mehr gewünscht, wo sind die Absatzmärkte? Wo kann ich denn meinen Kram verkaufen? Ich habe im Augenblick mein Problem, dass ich drauf sitzen bleibe. Ich habe eine vielfältige Fruchtfolge, Herr Backhaus. Wo soll ich mein Buchweizen hin verkaufen? Wer nimmt ihn mir denn ab? Ich habe 7 Fruchtfolgen, 7 Glieder in der Fruchtfolge. Wer nimmt mir denn die Sachen ab? Wenn Sie mir sagen, da geht es hin, ich baue sofort was anderes an. Aber wir brauchen eine Abnahme. Und nicht nur ich, alle, wie wir hier sitzen. Alle Bauern, wir brauchen eine Abnahme. Und Herr Spierling, Entschuldigung. Kein Problem. Herr Spierling, was mir heute richtig Bauchschmerzen gemacht hat heute Abend, ist Ihre Aussage. Und Sie haben recht damit. Sie haben gesagt, wir können die Sozialdienstleistungen oder die Sozialleistungen, die ein Mercedes, ein VW dem der Bevölkerung bietet, an Sicherheit nicht bieten. Wir können nur Nahrungsmittel bieten, mehr nicht. Und das ist ja unwichtig. Wir können keine Sozialleistungen bieten. Und aus dem Grunde möchten wir Sie bitten, Produkte aus unserer Region, von uns, von unseren heimischen Bauern, aus Ihrem Wahlkreis, mit einem kleinen Schreiben dabei, wo uns der Schuh drückt, wo wir Probleme haben mit dem Agrarpaket. Wir bitten Sie ganz einfach, lesen Sie es sich in Ruhe durch und gehen Sie nicht jeden Schritt einfach so mit. Weil Herr Spierling hat es wirklich ausgedrückt, wir sind im Augenblick, wir haben das Gefühl als Bauern, dass wir einfach dem Weltmarkt verkauft werden. Wir sind die Opfer des Weltmarkts. Dankeschön. So, jetzt will ich gerne auch noch was sagen. Das fand ich jetzt, also man hat gemerkt, dass da ganz viel Emotion drin ist und ich nehme das so wahr und ich nehme das ernst. Es ist ja auch ein Grund, dass ich heute Abend zu dem Thema eingeladen habe und auch mit wirklich eine entsprechende Überschrift eingeladen habe, dass ich ja schon weiß, wir sind ja auch im Gespräch miteinander, vielleicht ist der Gesprächsverlauf in den letzten Monaten ein bisschen schwächer geworden, das hängt aber auch mit Sicherheit damit zusammen, dass wir eben auch mit dem Haushalt, was der Rainer vorhin gesagt hat, auch sehr viel tatsächlich dort unterwegs waren, hoffentlich auch das ein oder andere beschlossen haben, was dann auch hier ankommt, darüber haben wir schon geredet. Ich möchte mich sehr herzlich bedanken bei Ihnen. Ich habe diesen Appell, ich glaube, als solcher war es auch gemeint, den habe ich sehr deutlich wahrgenommen. Und Sie können sich ganz sicher sein, dass ich den auch mitnehmen werde. Und ich meine, ich habe eben auch nicht ohne Grund unseren landwirtschaftspolitischen Sprecher heute Abend hierher eingeladen, weil der eben auch mit den Eindrücken, die er heute Abend hier wahrgenommen hat, nach Berlin zurückfährt. Und wir stehen da jetzt wirklich jederzeit zur Verfügung, um eben auch entsprechend ja, miteinander im Gespräch zu bleiben. Und Sie können sicher sein, dass ich Ihren Appell nicht nur mitnehmen werde, sondern auch intensiv lesen werde und mich damit beschäftigen werde und dann auch wieder auf Sie zukommen will. So, das war jetzt eigentlich ein schönes Ende, ein sehr eindrucksvolles Ende, fand ich. Ich hoffe, dass Sie etwas mitnehmen konnten am heutigen Abend. Mir hat es wirklich auch großen Spaß gemacht. Ich habe die Diskussion als sehr lebendig empfunden und das ist auch genau das, was ich wollte. Also nichts ist schlimmer als eine Podiumsdiskussion, wo nur vorne geredet wird und man merkt so, dass die in den Reihen der eine oder andere schon fast wegnickt, weil es einfach nicht mehr aufzunehmen ist. Und das, glaube ich, habe ich zumindest heute Abend so wahrgenommen, dass hoffentlich viele von Ihnen dann auch hier zu Wort kommen konnten und sich vor allem auch ernst genommen fühlten. Ich wünsche Ihnen allen einen guten Nachhauseweg.
Und ja, machen Sie es gut und vielleicht sehen wir uns bald wieder mit einer Veranstaltung. Mit dem vielleicht noch dem letzten Wort an Sie. Wenn Sie wollen, können Sie gleich sowieso, Sie sehen, da hinten sind noch ein paar Sachen aufgebaut, noch mit uns hier ein bisschen reden. Und wenn Sie irgendwelche Ideen haben, wo Sie sagen, Mensch, auch darüber muss geredet werden oder das ist jetzt ausgehend von dem heutigen Abend noch was, worüber ich gerne in Dialog treten will, wo ich gerne Antwort hätte, schreiben Sie uns. Sie können sicher sein, dass wir uns damit beschäftigen werden und dass Sie auch eine Antwort bekommen. Vielen Dank, dass Sie heute da waren. Applaus